Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Bärski Podcast Premium Live. Hier mit Galax, Sydo, Snuddle, Nick, Fluffy und Galaxus. Heute reden wir über Essen und wenn Sydo dieses Intro drin lässt, dann werde ich ihn persönlich mit einem Besen verdreschen. Wir wünschen viel Spaß mit dieser nicht gesponserten Folge. Ciao. Laufen bei euch schon Aufnahmen? Ja. Ja. Okay, dann, läuft. Fluffy, rede. Hallo, willkommen zu einer Sydo-Bärski-Show. Nick, rede. Hallo, ich bin Marcel Davis von Flellück unterredet. Snuddle, rede. Hallo, ich bin nicht Marcel Davis von 1 und 1. Galax. Hallo, rede. Ich bin vielleicht Marcel Davis von 1 und 1, ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht. Wie Snuddle einfach 1 zu 1 zu klicken wie Marcel so, Davis. So existential crisis, vielleicht bin ich Marcel Davis, aber ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht, muss ich noch herausfinden. Marcel Davis vielleicht. Hat eine existenzielle Krise, nachdem er nicht mehr für die Werbung von 1 und 1 auftreten darf, weil er ein Meme geworden ist. Ja eben, das hat meine ganze Karriere zerstört, dass ich Meme geworden bin. Bin das überhaupt noch ich oder ist das jemand anderes? War das der Grund? Oh shit, Moment. Wie Malternativ schon gesagt hat, Marcel Davis geht erst, wenn der Anschluss steht. Er ist immer noch bei der ersten Kutsche. Nice one. Meine Herren, wollen wir beginnen? Jawohl, gerne. Yes, Vollgas. Sydo, ich buch noch eine kurze Angabe von dir. Ja. Wie zum Geier soll der Sushi der K.O.-Schauer? Wie musst Sushi, du mich das eigentlich ich. Fragen, bevor ich einen Podcast anfange? Ja, ich brauch das jetzt. Warum? Zeichnet während dem Podcast. Sieht ähnlich aus wie ein Schnitzel meistens. Naja, ich hab halt ein so ein Sushi-Ding, aber ist schwierig zu. Also ich hab halt quasi ein so ein Lachs-Sushi in Stäbchen, aber ich hab voll Schwierigkeiten zu essen, weil meine Pfoten oder Hände halt wieder so groß sind. So ähnlich wie die Chibi-Commission mit dem Laptop, so in die Richtung. Reicht dir das oder brauchst du detailliertere Angaben? Ich bin schlecht in sowas, hallo. Nice. Du bist mein Number One Special Kunde, weißt du denn? Aber mach die Pfoten du bitte bist größer. Du bist die einzige Person, die Sonderwünsche hat. Hey, was für Sonderwünsche? Extra große Pfoten bitte. Du hast mir gerade gefragt, wie ich den Sticker will, dann habe ich dir gesagt, was ja, das war so. Ist den Character Sushi, liegt da oben am Sushi drauf? Ist er im Sushi? So. Steht sogar drauf, 2016 Microsoft. Micro. Hier gibt's nur Makro. Dankeschön. Döner Senfgurken Ketchup. Nice. Hey, das ist nice, Copyright nice. Fällig unterredet, ne? Ja. Wir haben den fällig unterredet hier. Was ist Werbung? Marcel Davis. 1 und 1. Das ist auch Werbung, ja, tatsächlich. Darf ich? Hätte ich schon mal fast. Können wir anfangen? Ja. Ah, okay, hab verstanden. Danke. Ja. Schick mir wieder ein Sketch, das kriegen wir schon hin. Na, Sydo, ich schick das fertige Bild und lass mir dann noch 3 Stunden nochmal durch eine Veränderung vom Bild durchjagen. Und dann ab Montag wird erst wieder reagiert. Mein Bluetooth-Gehörschutz ist angekommen. Nein. 3, 2, 1. Willkommen zu einer neuen Folge vom Plus Minus Podcast mit Snuddle. Hallo. Dem epischen den epischen Fur-Podcast, der Fluffy, der gerade schon ein tolles Geräusch gemacht hat. Hallo. Ich bin Snuddle. Und der andere vom Fall-Podcast, Nick, der stirbt gerade ein bisschen. Ja! Man sollte dazu sagen, wir haben hier gerade alle die Webcam an, was es jedes Mal 3000 Mal schlimmer macht. Und ihr seht uns nicht. So, ich sag's mal so. Sydo zählt runter den Countdown 3, 2, 1 und dann wollte ich das Intro singen, wie damals Nugget. Das hat schade. Ja, und der Cute Löwe vom letzten Mal ist auch dabei. Hallihallo, Hallöchen. Lol, erstmal. Das ist unser Intro. Hallo.
Krasses Mashup. Ich überlege ja generell, also es ist künftig, jetzt unser Intro. Es ist Halli, hallo, Hallöchen, willkommen zur neuen Folge vom Plus-Minus-Podcast. Tesla, Tesla, Tesla. Da ist alles abgedeckt ja, eigentlich. Ein kleiner Funfact zu Tesla. Bei Pickup kann man momentan ein Tesla gewinnen und wir haben jetzt so viele Pickups bei uns. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 30 Packungen Pickup. Ach so, Pickup, das Teil, das man essen kann. Ich dachte schon, genau. wie so Pickup-Truck da. So mäßig. Wir haben davon massig. Wir haben Nick! Massig. Alles klar. Flammes Gesichtsausdrücke gerade, ist einfach Gold weg. Ich möchte künftig vielleicht noch tatsächlich für die Patreons den Podcast auch per Video zur Verfügung stellen. Da muss ich mir nur noch überlegen und wie. Und du willst wie. Du willst Leuten bezahlt unsere Goblin-Gesichter antreten? Was ja. ist mit dir? Ein Tag früher. Okay, und mit ich werde jetzt so einen miesen Kommentar ablassen, aber ich mach das mal nicht. Okay, war ja nur eine Idee. Vier Goblin-Gesichter. Aber wir reden heute über Essen und ich habe Hunger. Ich hab voll gefressen heute. Ihr habt allen vorhin nachgedacht und gegessen. Ja, Gellis und ich waren dumm, wir haben nichts gegessen. Wir werden nachher. Ich hab nur so ein kleines Müsli gegessen. Ich werde sterben. Ich habe auch Müsli gegessen, aber mit abgelaufener Milch. Bei mir waren nur die Milch abgelaufen. Komm vorbei, ich hab Pickup. Ich könnte Gellis essen. Nicht die Cornflakes, keine Ahnung, was es war. Die Hafer, egal was auch immer. Oh ja, komm vorbei, ich habe noch 4,5 Kilo Toblerone. Nice. Machen wir zuerst mal wieder ganz kurz Pickup. 2 Minuten, was ging die Woche? Galax fängt an. Bei mir ging absolut wenig die Woche, also ich war in der Schule, wir hatten Online-Unterricht, juhu, das war schön. Das ist lustig, weil immer alle Lehrer und so Kartoffeln gefühlt haben als Mikro. Und dann versteht man die halt überhaupt nicht und dann sitzt der eine irgendwie in der Schule und sein Internet fällt die ganze Zeit aus und das ist echt ein Traum. Dann der eine Lehrer sagt so, ja, ihr habt einen Arbeitsauftrag, ich bin ganz kurz weg. Dann ist er zurückgekommen und hat gesagt so, ja, ich habe eine Kollegin gesehen und musste mit der flirten und sowas. Deswegen hat es länger gedauert, okay, alles klar. Das war heute erst im Online-Unterricht. Dann hat sie gesagt, ja, halbe Stunde Arbeitszeit und sowas, der ist nach einer Stunde wiedergekommen. Aber naja, ansonsten, ja, war lustig und schön. Das ist ein typisches digitales Ödland Deutschland. Homeschooling, ja. Was ist das? Brauchen wir nicht. Oh fuck, hups jetzt doch. Oh ja, aber wirklich die Mikrofonqualität von dem einen oder anderen. Selbst die haben dann zum Teil irgendwelche, wenn überhaupt, ich habe keine Ahnung, mit was für einer Kartoffel die das wirklich aufnehmen. Vermutlich also, mit dem Internet-Laptop-Mikro safe. Das denke ich auch, aber es klingt schlechter als das. Ich habe keine noch Ahnung. Das Webcam-Mikro von der 10-Euro-Webcam. Ich habe echt keine Ahnung. Es ist sehr schlimm. Dann beschweren sich die Schüler und so, ja, der so, nee, kann man nichts machen. Tja, nee, passt schon. Hätten vielleicht die mal ein Mikrofon mit Quality of Service gekauft. Ach ja. Nick, was ging die Woche? Nicht viel. Ich muss anteasen für unseren Podcast. Na, Scherz. Wieso? Was ging wieso, was weiß ich jetzt schon wieder nicht, dass alle anderen vor mir wissen. Langsam habe ich die Nase vor. Nani, das Problem ist, wenn ich jetzt hier erzähle, was die Woche ging und alles auspacke, habe ich für unseren Podcast ja nicht mehr, was ging die Woche. Du hast beide mal was ging die Woche von mir geklaut, ja? Ihr klaut jede gute Idee. Das macht doch jeder scheiß Podcast. Okay, so gut. Zuerst hast du angefangen, die Outtakes ans Ende zu schneiden und jetzt redest du immer über deine Woche. Du bist voll der Ideenklauer. Das, ganz ehrlich, das mit den Outtakes habe ich von so vielen anderen Podcasts. Original Content. Outtakes gab es bei unserem Podcast bloß einmal. Ja, ich glaube nur einmal. Ne, zweimal. Okay. Also was ging die Woche? Ich habe mir Ding bestellt. Ein höhenverstellbares Tischgestell. Die Tischplatte kommt am Montag in der Firma an. Dann wird sie zugeschnitten und dann habe ich einen fertigen neuen Tisch für meinen DJ-Bereich. Jawohl. Darf ich fragen, von welcher Firma du das bestellt hast? Heißt die auch genau. Flexitron oder so? Nee. Ich müsste nochmal nachgucken, wie sie heißt. Das war irgendwie so eine österreichische Online-Möbelhaus-Käse. Okay, dann nicht. Ja, weil, ja. Erzähl ich war aber auch günstig, wenn ich Tisch. Dran bin. Okay, nee, dann jetzt. Wie viel hat deiner gekostet? Weil ich habe auch einen, oder ich bekomme auch einen. Also mein Tischgestell, also das elektrisch höhenverstellbare, hat gekostet 189 Euro mit Versand. Und die Tischplatte?
Die mache ich selber in der Tischlerei. Also komplett selber, ja, okay, fair enough. Also mein Gestell, Flexi-Spot heißt es, not sponsored by the way, hat 2,30 gekostet und dann haben wir noch eine Tischplatte dazu bestellt, die ist bei 1,18. Ein Kollege von mir hat sich auch so für ein etwas über 200 tatsächlich mit Tischplatte gekauft. Ist, aber das ist halt dann logischerweise wirklich unteres Ende vom Preis. Also da kriegst du also jetzt nicht die High-Quality-Dinger. Elektrisch oder mit Kurbel? Nee, schon elektrisch. Okay, weil das den Tisch, den ich gefunden habe, aber das Tischgestell war irgendwie das günstigste, was ich gefunden habe. Keine aber Ahnung, ich wollte ihn auch schon fahren. Für 70 Kilo Gewicht ausgelegt. Ja, das ist bei mir auch. Also ich darf nicht draufstehen. Und ich habe mir ein Bluetooth. Aber ich kann Schnaddel draufstellen, kann ich dann hoch und runter fahren. So miep, 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 miep. Was? Ich alles kann dich auf meinen Tisch draufstellen, nicht hoch und runter fahren. Oh Gott. Ja, genau. Ich glaube, dafür kaufen wir den Tisch nicht. Wir haben den Gaming-Raum und den Keller umgestellt. Mehr dazu im Völlig unterredet Podcast. Ja, der kommt dann am Wochenende. Hört ihn euch an, der ist bestimmt cool. Ja. Schnaddel, was ging die Woche? Absolut nichts. Gut. Fluff. Oh Gott. Hast du wirklich gar nichts Interessantes zu erzählen? Ich habe mein Bett aufgebaut. Steht das jetzt? Ja, das steht. Ich schlafe auch schon. Zeig mal, ich will es sehen. Okay. Will in der Kamera sehen, wie dein Bett aussieht, weil ich komme erst wieder Ende Februar in die Wohnung. Das seht ihr jetzt leider nicht. Und... Oh, du hast ja Dragoran. Das ist ja ein gelber Dragoran. Ist der shiny? Shiny Dragoran ist grün. So eine ich habe keine Ahnung, welche Farbe der hat. Ich habe jetzt einfach geraten. Also das ist Couch und Bett. Yes. Und also, ich finde es gemütlich und meine Bettdecke ist so toothless. Was also, ich ja, halt noch gesehen habe. Dann könnt ihr ja die Matratze nächste Woche rauswerfen. Ja, die hier so schön steht, wo meine Plüschtiere jetzt drauf sind. Ja. Seht ihr leider nicht, aber ja. Wir müssen den Podcast einfach mit Cam machen. Ja, und was war am Dienstag, meine Fresse? Da war was Cooles, da war ich auch dabei. Darüber könnte man reden. Südo ist cool. Blick, nice. Among Us. Ach so, ja, Among Us haben wir gespielt, ja. Wie er jetzt strahlt, ein Lächeln im Gesicht. Erinnerungen! Ja, ich hab's ja wieder aufgenommen und das, was ich tatsächlich hasse an Among Us aufnehmen oder Aufnahmen an sich, ist, ich guck die mir im Nachhinein an und dann merke ich, oh, ich hätte, weißt du, es waren nur noch 3 Leute am Leben, ich war Imposter, 2 noch am Leben, laufen Reactor, ich kill Reactor und in dem Moment hätte ich eigentlich hier sabotieren können, ich hätte es besser machen können, ich hätte gewinnen können. Weißt du, O2 sabotieren. Dafür sorgen, dass die scheiß Crewmates nicht mehr... Ach ja, das war da, wo ich gesagt habe, jetzt voten wir Schnaddel raus, oder? Und dann haben wir dich rausgewotet. Da hast du nicht mehr gelebt. Okay. Das war die erste Runde von dem Ganzen. Ah ja, okay. Ich dachte mir nur so beim Anschauen der Aufnahme, boah, Schnaddel, du bist so ein... Ich werde nie vergessen, wo ich auch die Aufnahmen geschnitten habe, und dann habe ich gesehen, Galaxus hat in meinem Bildschirm rausgewendet, oder dass ich es gesehen habe, aber ich hatte einen Fursuit-Kopf auf, als Entschuldigung, ja. Aber halt auch vor meinen Augen gewendet und ich so la 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 la. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das Problem ist, ich komme immer so dämlich vor und dann sage ich mir, okay, das nehme ich nicht mehr. Wenn ich ein Video mache, nehme ich das nicht mit rein. Warum ist doch los? Also gut, okay, in dem Fall weiß ich nicht. Du kannst ja nicht immer nur, wenn du gewinnst, das reinpacken. Ja, na klar, nee, das nicht, aber es können ist halt... So macht es aber jeder YouTuber und YouTuberin. Es ist einfach halt so nicht lustig. Weißt du, da ist halt nichts Lustiges dran, wenn die Leute dann das anschauen und sagen, Schnaddel, mach O2, sabotiere O2, damit hättest du gewonnen. Und ich mach das nicht. Und da passiert nichts Lustiges, dann sag ich mir, okay, nee, das kann ich ja nicht weglassen. Ist ja dein Video, muss ich nicht wissen. Ich hab die Aufnahme ganz schon gelöscht, weil alles war kacke. Ach so, ja, die war... Nice. Die war auch okay. Einfach, ich mach keine Among Us-Videos, ich überlasse das den anderen Leuten. Ich auch noch eine Aufnahme von vorletzten Mittwoch. Ich hab noch... Oh ja, ich kann... Was? Ich hab da Among Us gespielt und... Ich kann spoilern. Hab ich dir sogar gesagt. Ich hab einen Stream-Ausschnitt von Among Us von Ende Dezember. Der kommt für mich nächste Woche. Das, was ich zusammengeschnitten habe, das kommt nächste Woche in Among Us-Video. Wupp, wupp. Spoiler. Du hast dein Handy nicht ausgemacht. Nick. Es war, glaube ich, ich, aber das Problem ist, mein Handy hat so einen scheiß 360-Grad-Scheißdreck und wenn das klingelt, du hörst nie, wo das Handy ist. Lol. Was ist das denn für ein Müll? Ja, du hörst es im ganzen Raum, als wenn es irgendwo liegt und dann schaust, es liegt ganz woanders.
weil es einfach so akustisch ist, dass du denkst, das liegt im ganzen Raum. Das ist ja voll dämlich. Ich war mal, hast du nicht einen festen Platz für dein Handy oder so? Nee. Galaxy, also, ADHS-Menschen haben keine feste Plätze für Dinge. Ja, aber man legt Dinge dahin, wo gerade Platz ist. Zu machen, oder? Halt, stopp, ich habe mir eine Handyhalterung gekauft, die auf meinen Tisch stellen kann. Haben wir Andreas jetzt hier? Wenn ihr zum Beispiel nenne ich Fluffy nur noch Andreas. Genau, Fluffys Name ist Andreas. Jetzt gibt's eins auf die Schnauze. aber... Nein. Ihr habt zwar überall Wireless Charging Pads liegen, ich könnte es einfach immer da drauf legen, aber ich habe auch Angst, wenn ich die ganze Zeit nur über Wireless Charging lade, permanent und wieder wegnehme, dass der Akku irgendwann auch mal weggebrutzelt ist. Ja, ich habe zum Beispiel einfach deswegen eine induktive Ladestation schon, aber ich schaue halt immer drauf, dass ich es mit den Akkuladungen passend auflade. Aber so ist mein Handy eigentlich immer an der gleichen Stelle. Ich habe noch was zu sagen. Mit meinem Bett kam auch mein Lowboard an, wo ich meinen Tisch, mein Fernseher draufstellen will. Das habe ich noch nicht zusammengebaut. Das ja, ist gerade sehr nice. Aber ist ja normal und ist ja gut, dass du es machst. Finde ich gut. Da war, glaube ich, noch ein Fernseher. Das war alles. Ich habe Möbel aufgebaut. Zweieinhalb. Ne, eineinhalb Möbel. Ich muss noch eine Kleinigkeit loswerden. So ein Spoiler, also ein Spoiler so gesagt für die, die den letzten Fällig unterredet Podcast. Nee, es hat mit Tesla zu tun. Es ist auf jeden Fall die Tesla. Es kam in der letzten Folge vor, Nani, wo wir aufgenommen haben. Ich hab nicht fertig gehört. Und ich habe Reaction drauf gekriegt auf das Mikrofon, was im Nachkasten liegt. Was? Hä? Ich habe die Folge noch nicht fertig gehört. Ich bin ich auch nicht. Was? Ich weiß es nicht. Ich sag bloß Mikrofon im Nachkasten. Wenn ihr es anhört, dann wisst ihr es. Ich weiß, was ich morgen anhören werde. Oh Gott. Okay. Wir haben uns wirklich nicht mehr rausreden können, Nani. Du hast recht, Kim. Fluffy, was ging die Woche? Süß sein. Wie formuliere ich das so positiv wie möglich, um jetzt nicht die Vibes zu töten? Ich habe seit Dienstag ein sehr langes Nickerchen gemacht. Okay. Okay. Es war ein gutes Nickerchen, hat bis Freitag gehalten. Für dich bitte geknuddelt, danke. Mehr ging nicht, sorry. Alles cool. Deine Armbänder sind gekommen, hast du doch vorher erzählt. Die hab ich selber gemacht, du Hammel. Ach so, du hast Armbänder gemacht, hast du doch vorher. Ja, die hab ich selber gemacht. Ja, guck, das hast du auch gemacht die Woche. Ja, okay. Ich dachte mir schon so, ich fühle mich wieder wie so ein kleines Kind. Guck mal, ich hab... Mama, ich hab Armbänder! Da muss ich an die eine Hilf-mir-Folge denken, wo so ein kleines Mädchen ihren Schmuck verkaufen will und dann sind das auch nur so 0815 so Kinderfreundschaftsarmbänder und die wollte sich damit ein Business aufbauen. Die war so 15 oder 16. Ich glaube, es gab auch eine Hilf-mir-Folge mit Furries. Die habe ich gesehen. Ja, also die auch hatten, aber die keine Hilfe. Doch, das war eine Hilfe-Folge. Die hat mit Abstand jeder Furry gesehen, glaube ich. Oh, also die ganz, war schlimm. Ganz ehrlich, wenn ich Hilf mir höre, denke ich immer an Malternativ, weil der immer das ja. Musst du eigentlich in jedem Podcast Werbung für Malternativ machen? Ich meine, ich mag Malternativ ihn, ist geil. Aber müsst du nicht immer Werbung für ihn machen? Doch, das neueste Video, da hat er jemanden im Interview, beziehungsweise redet mit dem und nimmt mit dem. Ja, du bist aber in unserem Podcast drin, ne? Deine Hilf mir, Nick, was habe ich dir gerade eben gesagt? Und dann machst du genau das Gegenteil von dem, was ich dir sage. Ich hab das Video auch gesehen, es war lustig. Ich hab gehört. Lol. Ich hab gehört, sobald Nick nochmal Tesla oder mal Alternativ sagt, jiet ich ihn aus dem Channel raus. Jiet den Nick, was, Tesla. Okay. Das dauert viel zu lange. Also, ich würde sagen, dann mache ich jetzt mit meiner Woche weiter, die auch eher so mittelspektakulär ist. Darf ich mich noch verteidigen zu dieser scheiß Hilf-mir-Folge? Was ist falsch mit euch? Ach so. Ich brauche keine Hilf-mir-Folge. Ich habe voll die cuten Armbänder gemacht und ich habe mir jetzt noch kleine süße Resin-Charms gekauft. Mhm. Und dann werde ich auch vielleicht Armbänder für andere Leute machen, weil mir das Spaß macht. Und ich mache kein Business draus.
lass noch es alles nicht. Gut, wir haben die hier nicht kritisiert. Ich habe gesagt, da gab es eine Folge Stille. Von einem Teenagerin, die Kinderschmuck verkaufen wollte. Das war so. Ja, aber wieso ziehst du diesen Scheiß, diese Verbindung hin? Weil du auch Armbänder gemacht hast. Das Mädchen hat auch Armbänder gemacht. Aber die sind mit Liebe gemacht. Ist ja gut. Das die sind mit meiner Liebe. Schweiß und Tränen. Ich mach hier Pastellsternchen-Armbänder und ihr macht euch lustig über mich. Oh. Die sind süß. Oh, ist ja süß. Sorry. Hörst du Quatsch? Mit dem schreibe ich die ganze Zeit. Ja. Und er kommt mich mal besuchen. Aha, wird das ein neuer Freund? Ach, Moment, falsch rum. Nee, weil ich weiß, dass er seit ein, zwei Wochen wieder Single ist, deshalb war das der Scherz. Ja, ich kenne ihn, du brauchst mir nicht da ein Bilder von ihm zeigen. Ich kenne ihn persönlich. Kenn ihn. Hey, Mensch. Ich habe schon bei ihm übernachtet. Den kennen wir doch alle. Was, er ist Single? What? Ich kenne ihn nicht. Ja, seit zwei Wochen. Alter Galaxus, wenn du das hörst, bitte schlag mal deinen Ehemann hier so. Verloren. Ja, oh, was? Der Single? Oh. Wieso wisst ihr das überhaupt? Schick mir sein Username auf Telegram. Wow. Okay, das ist too much. Das war okay, Alter, also meine Woche jetzt bitte! Einsam. Ich komme ja bald. Das ist bestimmt etwas übersteuert. Also, ich habe die ganze Woche mobil bei Media gearbeitet. Ich habe meinen Laptop und einen Bildschirm mitgenommen und habe bei Media gearbeitet, weil ich Homeoffice hatte, beziehungsweise bei uns heißt es ja sogar mobiles Arbeiten und ich habe wirklich mobil gearbeitet, weil ich nicht zu Hause war. war chillig, wir haben ein bisschen gekocht, er hat am Montag gestreamt und ich habe mit dem First den Stream gesprengt, war auch lustig. Und ansonsten, genau, Dienstag am Morgen, so der Snyder-Lot-Set. Von Mittwoch auf Donnerstag habe ich gerade mal 5 Stunden geschlafen und durfte dann am Donnerstag 240 Kilometer fahren. Das war ein Erlebnis. Ich hatte ein Käsebrötchen am Morgen und sonst nichts gegessen. Bis abends um 6 dann. Das war ein schöner Tag und der Tag ging erstmal so lustig. Ich komme in die Firma, möchte die Laptops mitnehmen, dann hatten die den falschen Namen. Dann musste man die nochmal uminstallieren auf den neuen Namen und neu ins AD aufnehmen. Und dann möchte ich runter zum Firmenwagen, möchte anschalten, ist die Batterie leer. Dann habe ich mein privates Auto genommen, bin 2 Stunden zu der anderen Geschäftsstelle gefahren, habe Laptops mit Bildschirm und alles angeschlossen. Dann ging irgendwas nicht und ich habe es nicht gelöst bekommen. Dann hat es halt so halb funktioniert, als ich wieder gegangen bin. Habe gesagt, irgendwie spinnt das Netzteil und jetzt haben heute die Kollegen getestet und das Netzteil ist wohl alles in Ordnung und ich habe irgendeine andere Scheiße falsch gemacht. Und ja, das war meine Woche, hallo. Oh. Und die fucking Weihnachtsgeschenke von Galax, Fluffy und Kio und Johanna sind endlich da. Februar, nice. Sind 2 Monate zu spät oder 1 Monat oder 1,5 zu spät gekommen. Und es ist die originale Lieferung, wo ich eigentlich dachte, die hatten die verloren. Ich habe jetzt schon eine neue Lieferung auch noch bekommen. Das heißt, ich habe das Zeug nachher doppelt. Das heißt, für nächstes Jahr habe ich auch schon eure Weihnachtsgeschenke. Surprise, okay, du kriegst das gleiche nochmal. Ich habe das gleiche nochmal geschenkt, weil ich fand, das stand dir so gut. Du brauchst es nochmal. Kek. Okay. Ja, doch, und ich habe voll den coolen Hoodie, da mache ich vielleicht noch ein Bild auf Twitter, wenn ich es nicht vergesse, aber vielleicht vergesse ich es auch doch. Ich habe es vergessen, ich notiere mir das nicht, weil ich bin dumm. Doch, ich würde dir sagen, wir merken es uns für dich, aber wir merken es uns. Die Chance, dass das hier hängen bleibt, ist sehr gering. Nick tut manchmal Dinge, die ich nicht verstehe. Egal. Ja, ansonsten. Weil Nudeln siepieren, keine Ahnung. Ansonsten gibt es nicht viel Interessantes. Wie gesagt, Arbeit war so mittelmäßig. Ich konnte von einem Tag auf den anderen nicht viel schlafen. Ich habe ultra viel Old City gehört. Ich liebe Adam Youngs Stimme und die Musik, die er macht. Also der Typ, der Fireflies gemacht hat. Den Song kennt ihr auf jeden Fall. Eulenstadt ist schon nice, ja. Und vor allem die Feuerfliegen, ja. Nick zeigt random First-Bilder von Leuten in die Kamera. Von okay. Cutie Snuggly. Oh. Ja. Er macht Bilder von hinten von mir, what the fuck? Uwu, das ist ja voll creepy. Uwu. Nee. Und dann habe ich sie erwischt und dann okay. Kam oh. Das ist echt cute. Nee, mir fällt, glaub, sonst nichts mehr. Ich kann jetzt auch noch ewig überlegen. Oder wir fangen mit dem Thema an. Wir wollten über Essen reden. Bevor wir anfangen. I've got an announcement to make. Vielleicht ist es Werbung, ich weiß es gar nicht genau.
Aber eine Bekannte von mir hat ultra das coole Kochbuch gemacht, wo es so mit Drachen illustriert ist und so. Das habe ich auch schon mal auf Twitter gepostet und danach haben sich wirklich ein paar Leute das gekauft. Sie hat mir sogar extra so eine Danke-Nachricht geschrieben. Und ich verlinke das jetzt auch nochmal hier im Podcast unten. Also wenn ihr Bock habt auf so ein Kochbuch mit, das ist eigentlich standarddeutsche Küche, mit cuten Drachen-Illustrationen. Ich weiß gar nicht, ob man auf Amazon die Illustration sich sogar angucken kann. Ein paar. Ja, auf jeden Fall ist es ultra cool gezeichnet und sie wird sich bestimmt freuen, wenn das vielleicht noch ein paar Leute finden. Also wie gesagt, ist eigentlich echt prädestiniert für Furries. Ich finde es auch toll und da ich von ihr eben eins bekommen habe, nachdem ich Werbung gemacht habe auf Twitter, sage ich jetzt einfach mal, dass es Werbung ist, weil ich was bekommen habe. Aber ich finde es auch wirklich cool. Deshalb, ja, guckt euch das an. Ist unten verlinkt. Ein Kochbuch mit Drachen. Voll cute. Darf ich auch noch eine Empfehlung rausgeben bezüglich Essen? Ja. Wenn ihr wirklich Interesse habt an geilen Foodporn für die Ohren, sagt man auch so schön, also Food-Podcasts, gebt euch mal Fett und Rauchig. Das ist einfach nur geil. Ihr redet mit den besten Köchen, mit Metzgern und so aus Deutschland, aus Österreich, mit Winzern und so. Und die reden dann halt wirklich so über die Spezialitäten, über Hausmannskost und so. Und es ist so geil, dazu zu hören. Also wenn ein Essen interessiert, einfach mal reinhören. Ist richtig geil. Ich will alles essen. Okay. That's war. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Gott damn. So. Ich würde ganz gerne mit einer wichtigen Diskussion anfangen. Das ist mir tatsächlich ein persönliches Anliegen. Oh nein. Süßes gegen salziges Popcorn. Beides. Meiner Meinung nach, jeder, der salziges Popcorn bevorzugt, ist ein Psychopath. Meine darf Meinung. Ich jetzt schon mal agreed. Meine Meinung jetzt schon mal danke, sagen, Alex. Bevor die Diskussion anfängt, bitte. Ja, ja, Snuddle. Ich mag kein Pommes. Darf ich da kurz anhängen, bis wir fertig sind, über Popcorn zu reden? Ja. Ich glaube, Snuddle ist jetzt auch 0,7. Das mit dem Pommes erinnert mich an was. Weißt du, du würdest denken, Pommes und Popcorn sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Aber weißt du, wie oft ich im Kino statt Popcorn schon versehentlich Pommes gesagt habe? Ja. Und lacht mich, ich glaube, war sogar Nick oder Birb, lacht mich nach Hause. Du hast Pommes gesagt und bestellt dann auch Pommes. Ich wollte gerade sagen, es gibt in Kinos ja manchmal sogar Pommes. Bekommt, würde ich mal sagen. Aber sie schaut mich so, die Kassiererin schaut mich so an. Hä? Warte. Wieso habe ich Pommes gesagt? Nachos mit Käse ist das einzig wahre. Oh ja, geil. Nee, aber ich möchte als Disclaimer vorweggeben, das Standard-Popcorn in Deutschland ist süß und das Standard-Popcorn in Österreich ist salzig. Und deswegen kommt das wahrscheinlich so, weil du damit groß wirst. Ich finde beides geil. Bei uns gibt's in Österreich gibt's so viele Kinos, die gar kein süßes Popcorn anbieten. Das war so schlimm. Ich war dann mit Rob auch mal einen Film gucken in Österreich, Schweiz. Joker war das. Und die hatten kein süßes Popcorn. Und ich so. Das ist ein Albtraum. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich gehe wieder raus. Nein, Schweiz, ich habe den Nachos genommen. Aber ich sag mal so, wenn man den Leuten die Auswahl lassen möchte und sie die falsche Auswahl selber treffen, okay. Aber wenn man halt nur salziges angeboten bekommt, dann gehe ich ja nicht in das Kino. Naja, aber bei uns ist halt so, das Standard-Popcorn ist salzig. Ich weiß. Wenn sich das süße Popcorn nicht gut verkauft, dann macht es keinen Sinn für das Kino, das zu haben. Aber bei dem lokalen Kino bei uns, also bei dem großen, beim Cineplex in Hohenems, die haben beides. Ich weiß nicht, in Österreich und Schweiz ist es, glaube ich, standardmäßig salzig, ne? Das Problem ist, wenn die Standardoption die falsche ist, ist halt schwierig. Danke, Alex. Das Problem ist, zum Beispiel Cineplex Hohenems, was unser Stammkino ist, die machen das Popcorn komplett selber, oder? Und die haben das so gemacht, die haben das salzige Popcorn gemacht und das Süße. Jetzt ist das Problem, das Süße ist immer liegen geblieben, weil man das nie verkauft hat. Und wenn, was ist los ganz, mit euch? Ganz, was ganz ist los selten. Mit den Österreichern? Und jetzt ist das Problem, jetzt verkaufen die immer noch süßes Popcorn, aber halt von einem anderen Hersteller, sie machen es nicht mehr selber. Und der kostet halt so eine kleine Schachtel einfach mal 4 €. Und dafür kriegst du schon ein mittelgroßes, salziges Popcorn. Also sind die süßen Popcorn auch noch viel teurer geworden. Aber findest du nicht, dass sich irgendwie Salz und Popcorn irgendwie beißt? Nein, wenn man das... Ich habe das einmal probiert, mir ist echt ein bisschen übel geworden. Das schließt sich doch aus. Irgendwie. Ganz ehrlich, ich mag das salzige Popcorn eigentlich auch nicht, weil ich bin ja Deutscher, ich mag süßes Popcorn.
Aber ab und zu habe ich es auch schon gegessen. Aber wie gesagt, wenn ich ins Kino gehe, ich bestelle mir eigentlich nie Popcorn. Ich bestelle mir immer Nachos. Yes! Aber ja, also ich esse schon auch Nachos am liebsten. Aber wisst ihr, was auch geil ist? Nachos und Popcorn zusammen. Nee. Also ja, wenn doch, je mehr, desto besser. Wenn du das ein Popcorn auf dein Nacho tust und dann mit Käsesoße noch am besten. Käsesoße. Ich bestelle mir immer große Nachos und wenn Soße übrig bleibt, habe ich noch eine kleine Packung Popcorn und damit tunke ich noch die Soße auf. Nee, aber ich meine wirklich, dass du das Nacho und das Popcorn gleichzeitig isst. Das ist geil, weil süß und herzhaft zusammen. Da funktioniert es süß und herzhaft, aber Salz und Popcorn sehe ich halt gar nicht. Wie gesagt, ich vermute halt, dass es davon kommt, wenn du jetzt in Österreich auf die Welt kommst und du bist von klein auf das Salzige gewöhnt, ist normal. Und wenn du in Deutschland auf die Welt kommst und das süße Popcorn ist normal, dann ist das andere halt ein bisschen komisch. Ja. Ja, schon. Ich kenne süßes Popcorn ursprünglich eigentlich immer von so Kilbys und kleinen Karnevalfesten und so. Da gab's das überall bei uns, so Frühlingsfest und so, wo dann kleine Achterbahnen und so Stuff rumsteht, da kriegst du das bei uns ziemlich gut. Und süßes Popcorn gab's ziemlich lange nicht im Kino. Aber es ist schon krass, ich würde sagen, bei uns ist definitiv süßes Popcorn mehr der Standard. Ja, safe. Zum Beispiel immer, jetzt ist ja dann Faschingszeit, immer bei den Faschingsumzügen, die werfen ja von den Wägen auch da immer ihre ganzen Packungen und Gummibecher und sowas runter. Und die werfen auch immer so richtige Popcorn-Packungen dir an den Kopf. Bam in die Fresse. Mein Auge! Mich hat vielleicht mal schon mal eine Popcorn-Packung ins Gesicht getroffen. Auf jeden Fall ist es immer süßes Popcorn. Sie ist trotzdem noch cute. Bei uns ist es immer salzig, auch bei Faschings, wenn es auf den Kopf geht, kriegst. Lol. Also, ich kenne halt auch eben Kinos, die gar kein salziges Popcorn anbieten hier in Deutschland. Genau, das ist sehr interessant. Österreich wirklich. Und Schweiz gibt keine Kinos, die süßes Popcorn anbieten. Mich würde mal interessieren, wo das eigentlich herkommt, diese Spalterei zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland. Ich glaube, das ist einfach Geschmack. Ja, der Geschmack ist halt unterschiedlich. Manche, nehmen wir mal McDonald's her. Hey. Ja, nein, ich mag schon, aber was ihr Copyright. Das zum Beispiel, ja, aber Cineplex ist okay. Jetzt war kurz. Ja, McDonald's ist nicht gesponsert. Da zum Beispiel, dass in Irland, England zum Beispiel das Ketchup das Popcorn und die Milkshakes sind da ein ganzes Stück süßer. Und das kann ich bezeugen. Ich war ja auch schon da. Und die sind ein ganzes Stück süßer als bei uns. Und das ist einfach halt eine regionale Vorliebe. Und wahrscheinlich ist das halt einfach, die eine Region in Deutschland sagt, boah, geil, hier verkaufen wir viel süßes Popcorn, deswegen gibt's süßes Popcorn. In der anderen Region verkaufen wir kein süßes Popcorn, deswegen gibt's da salzige. Ja, ja, klar, klar, dass das eine regionale Sache ist, weiß ich schon, aber wo das halt seinen Ursprung hat, das würde mich interessieren. Das ist halt interessant, dass es sich so tatsächlich so definitiv entwickelt hat, in Anführungszeichen. Mhm. Ich kann das konfirmen, tatsächlich, ich war in Irland, habe ich auch mal bei McDonald's was geholt und das war definitiv anders als in Deutschland. Oder anders, allgemein, irgendwie ist mir aufgefallen, da in der Stadt, wo ich immer war, bei McDonald's, war halt wirklich lieblos hingeklatscht, die Burger. Das war absolut widerlich. Und wo du in anderen Städten, in größeren Städten, ich sag mal Leipzig zum Beispiel, da war es schon viel besser hergerichtet. Perfekt. Und da war's perfekt. Und da war es schon, da war es schon viel besser. Ich glaube, das beste Mal, dass ich bei McDonald's gegessen habe, war in Monaco. Boah, geil. Oh, war ja auch schon, da war mein. Ich sag's mal so, du merkst schon einen großen Unterschied zwischen österreichischen Mackie und deutschen Mackie. Ja. Da ist der Unterschied schon groß. Ja. Das kann ich nicht bezeugen. Ich war noch nie in Österreich. Der österreichische Mackie schmeckt viel besser. Sollen wir jetzt eigentlich, Leute? Wollt ihr noch spezielle Essensthemen anfangen? Weil ich hätte schon noch so ein, zwei Sachen, aber wir haben halt auch echt viele Fragen von euch bekommen. Ja. Danke dafür. Wir werden vermutlich nicht alle unterkriegen. Sonst können wir auch vielleicht wieder einen Follow-up-Podcast machen, weil ich würde gerne noch so zwei, drei Sachen fragen, die mich voll interessieren. Ja, dann hau raus. Machen wir jetzt erst ein paar Fragen, die mit süßen Gerichten zu tun haben. Und dann will ich nachher wieder was reinschmeißen. Darf ich noch eine Frage stellen? Eine Frage nur. Ist es okay? Gehören Früchte auf Pizza? Ich habe kein Problem damit. Wenn es Ananas-Pizza gibt. Ich rede von Früchten. Ananas ist auch eine Frucht. Ananas ist eine Frucht, ja. Nee, ihr redet jetzt allgemein von Früchten. Gehört das auf eine Pizza? Dann ja, da Ananas auch auf eine Pizza geht. Also die Obstpizza, die wir in, wo waren wir da?
Du weißt schon, wo wir beim Fördance waren. Oh ja, die war auch gut. In, ja, hier, deutsche Stadt da Nürnberg. Die war, ja, die war super. BFD. Die war richtig geil. Das war ein Teig, der war nicht gesalzen und da war Schoko-Nutella drauf, anstatt halt Soße. Und dann waren ganz viel frische Früchte drauf. Das war so fucking geil. Was, du hast eine Nutella-Pizza gegessen? Ja, halt, es war der Pizzateig, aber ohne Salz. Und dann war halt Nutella drauf und ganz frische Früchte. Und geschnitten wie eine Pizza. War voll geil. Okay. Es war echt geil, wirklich. Es war super. Ich würde es mit Früchte mal probieren, aber halt nicht, wenn es wirklich Ananas ist. Ich hasse Ananas in jeglicher Form. Schmeckt gut, wenn du Ananas nicht magst, dann solltest du auch keine Ananas-Pizza essen. Deswegen, okay, sehr fair. Ich würde es aber mit anderen Früchten mal versuchen. Ich denke, Apfel funktioniert ziemlich gut. Weißt du, gerade so Richtung Apfel-Zimt vielleicht. Ich denke, das könnte auch funktionieren, so ein bisschen weihnachtlich. Was sagst du, Galax? Nee, also ich persönlich sage nein. Zu allen Galax? Früchten? Galax, jetzt sag ich dir eins. Ich habe gesagt, zu allen Früchten. Jetzt bist du selbst schuld. Du darfst keine Pizza mehr essen, weil Tomate ist auch eine Frucht. Ja. Da, 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 da. Das ist der Joke an der Geschichte. Galax, da wurdest du hart outplayed, würde ich sagen. Warte mal. Warte, ja, Tomate ist der Joke. Okay, auf jeden Fall, dann machen wir jetzt mit der ersten... Ach, du heilige Scheiß. Dann machen wir jetzt erstmal die Standardfrage, die Sladen und ich aber schon beantwortet haben, die Boyser schon bei der Nicht-East-Folge gestellt hat. Was sind die Folge besten... Folge 30 oder 31. Kekse für euch. Ja, die kann ich ja verlinken mit der Stelle. Yes. Also, was, die besten Kekse... Was sind? Die besten Kekse, also eure Lieblingskekse. Ganz einfach. Ja? Wieder ungesponsert, das ist meine ehrliche Meinung, von Milka... Die Sensation-Kekse, die sind drinnen noch mal so ein bisschen teigig. Und da gibt's welche mit Toffee. Und, oh mein Gott. Die macht man normalerweise noch mal kurz warm in der Mikro. Nein, ich will die kalt essen. Und Honigtiegel. Honigtiegel oder so. An der Stelle will ich mal reinwerfen. Ich kenne die tatsächlich nur mit Karamell. Also, dass es wirklich nur innen soft ist. Und innen mit so einer Schokofüllung. Das kenne ich auch und das ist geil. Ja, die sind nice. Ich kann dir gern welche schicken. Also, wenn ich so überlege, meine Lieblingscookies, die ich immer gefeiert habe, gibt es leider nicht mehr. Aber meine derzeitigen Lieblingscookies sind und bleiben Subway-Cookies. Oh ja! Das wollte ich sagen. Oh, Mann, ich habe bis heute immer noch nicht Subway-Cookies gehabt. Ich habe gerade überlegt und habe mir auch gedacht, Subway-Cookies. Wir gehen zum Subway. Darf ich zu dir? Okay, nein, ich erschieß dich, wenn du ankommst. Selbstschussanlagen. Subway-Cookies, Macadamia und Cheesecake. Ja, die Macadamia-Kekse, die habe ich komplett ausgeblendet. Ich hätte gesagt, wir nehmen Media mit, aber der ist leider unterwegs. Bah, wenn diese Ausreden, ich will Media mal wieder sehen, ey. Eigentlich könntest du ja mal in Subway gehen, mir so eine 12er-Packung Macadamia und Cheesecake kaufen und es zu mir schicken. Nein. Die schmecken danach also, scheiße. Soll ich die wirklich über die Post zu dir schicken? Nein, ich habe Subway-Cookies, kaufe ich immer massenhaft, wenn ich in einem Subway bin. Und die halten locker 2 Wochen. Gibt es bei Österreich keinen Subway? Aber keinen in der Nähe, oder? Der ist bei denen also, weit entfernt, ich sag mal so, ich muss ja euch das Paket mit den Geschenken schicken. Und wenn Snadl und ich morgen zum Subway gehen, kann ich das machen. Boah, du wärst so ein Held. Oh ja. Ja, dann sag mir nachher, was du möchtest, dann kaufe ich es dir. Kann ich machen. Macadamia. Mach ich. Ich will auch welche. Ja, schreib mal nachher. Dann kann ich das Paket das Montag losschicken, aber ja. Das erinnert mich. Ich glaube, auf eine Woche mehr oder später kommt es bei den Weihnachtsgeschenken auch. Im Februar, ja. Also, weißt du noch, wo ich und mein Schatz bei dir übernachtet haben? Ja. Da haben wir dich ja mit zur Firma genommen, weil du noch dein Auto da stehen hattest. Ja. Und dann sind wir noch ein Subway. Und dieser Subway war ein richtiger Arsch gerade, weil wir sind alle gegangen, haben gesagt, ich hätte gerne 12 Cheesecake-Cookies. Hat er gesagt, nee, gebe ich dir nicht. Ja, sag ich, warum? Ja, die müssen für den ganzen Tag reichen und ich habe nur noch 3. Also die Subways, da finde ich sehr gut. Bei mir ist es ja bei Subway ein bisschen so, dass ich finde, die Qualität variiert von Geschäft zu Geschäft, ja. Und ich habe tatsächlich bis jetzt wenige Subways gefunden, wo es mir gut schmeckt. Bei dem Subway hier in Ulm eben, wo wir waren, den finde ich echt nice. Also da freue ich mich auch drauf. Das Sandwich war auch richtig geil. Ja. Okay, Galax, deine Lieblingskekse.
God damn it, du hättest mich zuerst fragen müssen. Hätte ich Subway gesagt. Gut, okay, dann haben wir das geklärt. Ja, ich habe gerade auch überlegt davor. Und dann haben wir gedacht, oh, warte mal. Ja, nee, eigentlich Subway. Domino's Pizza hat auch jetzt nicht schlechte Cookies, aber die kommen halt jetzt nicht gerade an. Habe ich noch nie probiert. Ich habe sie nur probiert aus Verzweiflung, weil ich unbedingt Bock auf Subway-Cookies hatte. Und ich hatte gehofft, dass die einigermaßen in der Nähe sind, geschmacklich, aber sind nicht schlecht, aber kommen nicht an Subway ran. Muss ich definitiv vielleicht nächste Woche mal probieren, wenn ich wieder auf der Arbeit bin, weil da ist ein Domino's 10 Minuten entfernt. Ja, lol. Ja, es schmeckt jetzt nicht schlecht, aber es kommt, wie gesagt, nicht an Subway ran. Ich habe einmal eine Pizza bei Domino's bestellt und dann war mir den ganzen Tag kotzübel. Boah, diese eine vegane Curry-Pizza mit diesen veganen Filet-Dingern von Domino's. Oh mein Gott! Die schmeckt auch so Pizza, geil. Glaube. Die ist mit Curry-Mango-Soße und veganen Hähnchenfilet und Zwiebeln und Mais. Und das ist exakt das, was ich auf einer Pizza liebe. Curry-Mango, Zwiebeln und Mais. Das ist einfach, oh, jetzt will ich diese Pizza essen. Können wir morgen auch zum Domino's anstatt zum Subway gehen? Nein, einfach Mais. Nein, ich will auch noch eine Pizza. Schick die auch noch mit. Ja, ich schick dir eine Pizza. Klappt, die schmeckt nicht mehr. Als jemand, der mal eine Domino's-Pizza in der Heißluftfritteuse sich aufgewärmt hat, das hat nicht gut geschmeckt. Was? Heißluftfritteuse? ich hatte mal so eine Burger, ja, so eine Cheeseburger-Pizza von Domino's und ich muss sagen, die war, die habe ich auch gegessen, die fand ich gut tatsächlich. Also vielleicht ich würde sagen, Galax ist so ein Kandidat, der würde Tiefkühlpommes in der Mikrowelle machen. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber die Heißluftfritteuse, damit kannst du alles so ein bisschen aufwärmen und frisch machen und sowas auch irgendwie zusätzlich. Das ist deswegen eine Investition, die ich noch tätigen muss. Ich habe mal einen Tipp für euch. Ja. Ich habe mal einen Tipp für euch. Allgemein tiefgefroren. Friert mal Toast ein. Und legt das, wenn es eingefroren ist oder wenn es tiefgefroren ist, legt das mal in den Toaster rein. Ich toaste die einfach so, wenn macht das. Du schmilzt doch, dann hast du das ganze Wasser im Toaster. Mache ich mit Toast immer. Also aktuell nicht, weil wir keine Gefriere haben, aber das habe ich so von meinen Eltern gelernt. Wir haben Toast ja, immer in der Gefriertruhe. Ja, weil das übelst fluffig, weil das Toast dann übelst fluffig wird. Ja, das stimmt. Aber ich will einen knusprigen Toast. Gott, aber fluffig. Er ist dann knusprig rein. Und fluffig, Fluffy. Also das sieht sich dezent aus. Das macht das mal. Fluffig, fluffy. Ich mach das jetzt gleich nach dem Podcast und wenn es nicht knusprig und fluffig gleichzeitig ist. Ja, was ist dann, Galax? Da bin ich traurig. Galax mit seinem Tesla vorbei. Oh, Galax, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Wenn du traurig bist, dann komm ich vorbei und gib dir einen Hack. Ja. Alles gut. Sollen wir die nächste süße Frage würde von Johnny kommen. Habt ihr schon mal diese geilen Knoppersriegel probiert? Nö. Ja, also ganz ehrlich, Meinung von einem Feinschmecker, die Knabbersriegel sind die besten. Also Snickers kannst auch wegschmeißen, ja, wenn du einmal den Knabbers-Erdnussriegel probiert hast. Achso, Knabbers. Ich dachte gerade, Knoppers, nicht Knabbers. Knoppers. Ich dachte jetzt ja, auch Knoppers. Ja. Ah, okay. Ja. Also ich habe die bis jetzt erst einmal probiert, weil ich wusste bis jetzt gar nicht, dass es die gab. Aber beim Umzug hat die mein Nachbar, der uns gefahren hat, hat im LKW diese Knoppersriegel dabei gehabt. Und ich wollte sie erst nicht probieren, weil da Kokos drin war und ich eigentlich keinen Kokos mag. Aber fuck, waren die lecker. Also der Mann war so cool. Dein Nachbar ist so cool. Oh, sag ich ihm, da freut er sich. Ja. Probier mal den normalen Standard-Knoppersriegel. Der ist so gut. Der ist und geil. Wie gesagt, der mit Erdnuss ist auch so geil. Boah, jetzt habe ich Hunger. Ich hätte echt essen halt sollen davor. Was allerdings nicht so geil ist, ist der Hanuta-Riegel. Habe ich noch nicht probiert, der ist okay. Können wir mal darüber reden, dass Duplo fucking Kinder Bueno nachgemacht hat mit diesem einen komischen Riegel da? Der sieht genauso aus wie Kinder Bueno und schmeckt auch fast genauso. Außer, dass da noch ein Stück Erdnuss drin ist. Aber ansonsten hat Duplo einfach Kinder Bueno 1:1 nachgemacht. Die Dinge gibt es schon Ewigkeiten. Nicht. Ja, aber Kinder Bueno gibt es schon länger wie diese komischen Duplo-Erdnuss-Dinger. Aber keine die sind doch Ahnung. Beide von derselben Marke. Ist das beides von Kinder? Bist du sicher? Ja. Nee, die... Ja. Nee, Duplo ist doch von Ferrero. Ja, aber gehören die noch beide Nestle, oder? Ja gut, okay, wenn du es so siehst. Alles Käse. Sollte man also alles nicht kaufen. Ich habe absolut keine Ahnung. Oder nicht, Ferrero gehört es. Ich glaube, Ferrero gehört nicht zu Nestle. Egal. Also Duplo gehört Ferrero und Kinder und Bueno gehört Kinder. Und wenn ich jetzt Ferrero und Kinder eingebe,
Ja, Ferrero gehört Kinder. Warte. Kinder, Schokolade und Kuchen. Kinder gehören Ferrero. Ist Ferrero von Kinder. Kinderschokolade ist ein Süßwarenprodukt der italienischen Firma Ferrero, okay. Ist aus Kindern gemacht. Dann gehört wieder alles. Ja, okay, no, ja. Von Kinder, okay, von das heißt, Nestle gehört Ferrero und Ferrero gehört Kinder. Gut, dass wir das aufgeklärt haben. Was, Nestle gehört Ferrero? Also, nee, andersrum. Ferrero gehört zu Nestle und Kinder gehört zu Ferrero. Habt ihr's dann? Jetzt bin ich verwirrt. Nudelsiebchener. Ich bin dezent verwirrt. Ist okay. Armes Galax. Armes Tuk-Tuk. Ich verkopfe, ich stopfe. Nächste süße Frage. Von Bisam. Was ist euer Lieblings-Snack-Artikel aus einem Snackautomaten? Kinder Bueno. Good Boy. Fluffy. Yes. Oder Nick. Nick will reden. Aus einem Snack-Automaten? Ja. Ey. Oh, fuck. Es gab früher bei uns, bei jedem scheiß Bahnhof in dem Snackautomaten, so ganz kleine, die sind ungefähr so klein rund gewesen, so Kirschkuchen, so Kirschtorten, so kleine. Und die waren so geil. Und jedes Mal, welche Person am Automaten in der Nähe war, bin ich hingelaufen und hab so einen scheiß Kuchen rausgelassen. Oh, das war so geil. Die gab's dann eine Zeit lang auch in der Metro. Dann habe ich sie in der Metro immer mitgenommen, aber jetzt gibt's sie nirgendwo mehr. Schade. Bei mir ist es tatsächlich auch Kinder Bueno, aber ich mag euch alle sehr. Das war jetzt tatsächlich zur Weihnachtszeit was anderes, denn der Automat hatte auf einmal Twix mit Spekulatius. Boah! Als ich das gesehen habe, wusste ich, oh shit, jetzt gibt's wieder Twix Spekulatius. Bin direkt zum nächsten Supermarkt gegangen und hab halt eventuell viel zu viele Packungen von Twix-Dingen gekauft. Die sind auch fucking geil. Die sollen die für die gesamte... Die sollen für die gesamte Weihnachtszeit reichen und vielleicht ein bisschen drüber hinaus. Ja, nee, hat's nicht gehört. Also eigentlich sollte man so viele kaufen, dass sie so lange reichen, bis man sie wieder kaufen kann. Dass man das ganze Jahr über Twix Spekulatius essen kann. Eigentlich, aber die sind zu schnell weggegangen, das ist das Problem. Ja, also die sind doch geil. Also eins muss ich noch sagen, bezüglich Kinder Bueno. Da habe ich jetzt wieder den Podcast in Plus-Minus-Podcast mit Key im Kopf. Mhm. Der war oben drin richtig geil, gönnt ihn euch. Ich kann ihn verlinken, den Podcast mit Kinora. Den hat vermutlich... Apropos Kinder! Ja, Fluffy, du darfst gleich, ich weiß, was du erzählen möchtest. Lass nichts erst ausreden. Ja, ich weiß, auf jeden Fall. Alter, wie er mich anguckt, ich hab Angst. Auf jeden Fall fand ich es so geil, wie auf einmal so, boah, Kinder Bueno, nur die Schwarzen und Ki so, nein, nur die Weißen. Und ich so, boah, die Weißen sind eigentlich auch geil. Und dann habe ich wieder eine große Packung weiße Kinder Bueno. Ich mag keine weiße Schokolade. Weiß ist göttlich. Ich würde dunkler Schokolade, weiße Schokolade jederzeit vorziehen. Danke. Vor das allem Gute zartbitter. Ist, das Gute oh bei Gott. Kinder mm. ist halt die Mischung von weißer mit der, in Anführungszeichen, normalen Schokolade. Das hat Milch drin, das ist ja keine weiße Schokolade. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, was auch immer das ist. Das schmeckt wie weiße Schokolade. Das ist fucking Milch, Alter. Was da steht ich sogar drauf, Milch weiße plus Schokolade Schoko. Schokolade ist Kakao. Kein Plan, ich dachte immer, das wäre weiße Schokolade. Danke, Fluffy. Wir müssen Galaxy weiße Zusammensetzung Schokolade. Von Schokolade beibringen. Weiße Schokolade ist nichts weiter als reines Fett eigentlich. Ja, und Zucker. Ja, hab ich und Schokolade gesagt. Generell ist nur Fett und Zucker, Alter. Ja. Ich will jetzt das hören, was Fluffy zu sagen hat zu Kinder Bueno. Ja. Auch wenn ich wieder denken kann. Fluffy, talk to us. Es ist jetzt offiziell, jetzt haben es alle zwei Podcasts vielleicht gehört. Ki schuldet mir noch ein Kinder Bueno und ich werde mir das so lange merken, bis du mir eins gibst. Warum denn? Das, du musst, das du musst erzählen, nicht das, was warum. Ich erwartet habe. Weil Ki bei der letzten Runde Among Us, wo ich bei den Fertubern auch dabei war, Imposter war und ich hab Ki gesehen, wie er Ackelmann abgestochen hat. Das macht direkt Ki immer. Ja, Ki so, bringt ja, immer die mit mehr Abonnenten um. Auf, je- nice. auf jeden Fall hab ich reported natürlich, ja, Ki hat gerade vor mir Ackelmann. War hat Akiban vor meiner Nase umgebracht, also so, ja, dann war es einmal Draw. Also gegen mich und Ki, beide haben 3 Stimmen bekommen. Mhm. Ich dachte mir so, Alter, seid ihr doof? Dann renne ich direkt, also am Anfang bleibe ich bei dem scheiß Button stehen, ich drück instant nochmal drauf, wo sie sagen, haut Ki raus, Ki ist im Poster. Nö, wieder, 3 gegen 3 Draw. Dann, keine Ahnung, irgendwer ist nochmal gestorben und
danach wieder, haut Key raus, glaubt mir doch. Ich glaube, das ging viermal so, dann haben sie ihn endlich rausgerufen. Ich war so, danke. Und Key ist dann später, wo die Runde vorbei war, es tut mir so leid, Fluffy, ich wollte dich nicht anlügen, ich so, pass schon. Das werde ich mir merken. Also ich kann dir nur ein Kinderboy anbieten. Ich so, okay. Das trifft sich gut, Nani, weil ich habe Key versprochen, wenn ich das nächste Mal auf ein Event bin und ihn sehe, kriegt er von mir eine Großpackung Kinderbueno White. Dann können wir das ja abkürzen. Ach dann so! Kann, dann nimmst du dann nimmt einfach du die da Kinderbueno raus direkt und Fluffy geben. Dann müsst ja, ihr genau. Das ist voll... Und hat noch den Rest der Packung für sich selbst. Ja. Alter Key, Schwester. Ich lauf hinter dir in den Rewe oder was auch immer rein und guck dir zu, wie du dieses Kinderbueno kaufst. Du musst einfach und dann sagen, schickst du so Key ein Video, geben. Das sind meine, nicht deine. Du weißt wofür. Ich merke mir das, ich habe mir auch ein Jahr lang gemerkt, dass mir Akuma noch Döner schuldet, also... Ne? Ich erinnere Key nächsten Mittwoch dran. Und ich krieg noch Kekse. Von Snuddle? Von wem? Die krieg ich auch noch. Von Snuddle. Leute. Ja. Ja, ich bin noch. Darf ich auch noch sagen, was ich aus dem Automat mag? Achso, ich dachte, ja. Du hättest. Bevor er mich schon wieder vergesst. Und ich hab auch noch nichts gesagt, fällt mir gerade. Ja, und Galax hat auch noch nichts gesagt. Doch, Galax hat Kinderbueno gesagt. Achso. Oder dieses Twix. Schokolatius. Ja, Fluffy. Bekolatius. Also, ich finde auch Kinder Bueno super lecker, aber ich drift jetzt mal kurz ab. Zwei Sachen, die ich super gern mag. In Österreich kriegst du in fast jedem Snackautomaten eine kleine Linzertorte, die so groß ist. Also wirklich so super kleine Linzertorten oder Linzerschnitten. Und von Kinder die Country. Kinder Country ist geil. Oh ja, die sind auch geil. Ja, die mag ich total gern. Also ich würde auch fast Kinder Bueno Twix so sagen, aber wenn ich vor so einem Snackautomat stehe, ist dann immer so mein Struggle. Chips, Schoko oder Gummibärchen? Das ist immer mein Struggle dann eigentlich. Gummibärchen. Und meistens fällt die Wahl dann entweder auf M&M's oder Gummibärchen. Ich mag Gummibärchen auch gern. Also ich würde dann wirklich M&M's Automaten, würde ich fast sagen. Welche M&M's? Die blauen, die crispy. Enttäuscht, okay. Boah, meine Lieblings-M&M's. Oh, danke, Südo. Nein, die gelben. Nee, nice. Die gelben sind langweilig. Die gelben mochte ich als Kind nicht, weil ich Nüsse als Kind nicht mochte. Aber jetzt sind die gelben okay, aber ich würde die blauen und schwarzen trotzdem okay. Den gelben vorziehen. Und jetzt habe ich aber noch eine kurze Frage, weil wir schon gerade bei Kindern sind. Was ist euer Lieblingskinderprodukt? Bueno. Kinderbonbons. Bueno. Bei mir ist es das Schokofresh. Oh, oh ja, stimmt. Ja, das muss ich auch mal wieder essen. Ja. Ich bin letztes Mal ans Regal vorbeigelaufen und hab mir einfach 5 Packungen Schokofresh gekauft. Leute. Alter, du mit deinem fucking Alternativ. Ich bin enttäuscht. Weil Nico einfach 10 Packungen gekauft hat. Hey, ich bin enttäuscht, aber von Kinderfresh. Die schauen nicht mehr aus wie Rinos. Nee, sie sind jetzt so 2 kleine Snacky-Dinger. Oh, wir müssen zum Ende noch was Lustiges. Oder wobei, wir sind gerade bei Kinder und so, das möchte ich jetzt ansprechen. Ich muss euch fragen. Heißt Kinderpinguin oder Kinderpinguin? Mit N. Natürlich mit Pinguin. N. Aber ich kenne Leute, die sagen Pinguin. War das Fluffy, Snuddle? Man sagt, glaube ich, in der Werbung sagt sie auch immer Kinderpinguin, aber man schreibt es mit N. Nein, man hat es schon immer nur mit I geschrieben, da war noch nie ein N. Ja, Kinderpinguin. Ja, Kinderpinguin. Was ist das für ein Scam? Das ist dieser Mandela-Effekt, dass total viele Menschen von einer Sache die gleiche falsche Erinnerung haben. Jeder denkt, das also, heißt Kinderpinguin, aber egal wo. Und auch in der Werbung von den 80er Jahren findest du überall Kinderpinguin. Da war noch nie ein N dran, noch nie. Das Thema hatten wir neulich, wo Kasso und ich hier uns auch darüber unterhalten haben. Dann sind wir hier drauf gejoint auf den Server und dann habe ich auch gefragt, da war das Thema aber mit Pikachu, ob Pikachu am Schweif hinten so einen schwarzen Streifen hat. Stimmt. Hat es nicht, genau. Das ist auch nur am Anfang vom Tail braun. Ja. Ja. Aber es gibt halt trotzdem Leute, die erinnern sich daran, dass Pikachu am Ende so schwarz ist. Ja, das ist der Mandela-Effekt. Das war übelst. Eine Sache will ich noch kurz erwähnen, was auch viele bei Kinder vergessen, ist Kinder Maxi King. Das ist mir zu süß, sorry. Yes! Das habe ich nämlich gerade heute wieder gekauft. Jetzt habe ich Kinder Pinguin, Ich muss morgen Kinder Maxi King und was habe ich noch? Bueno habe ich auch noch da.
Da haben wir es, Nick hat Kinder im Kühlschrank. Ja. Die Weihnachtsmänner von denen sind aber auch sehr, sehr lecker, finde ich. Also ich habe mir tatsächlich in der Adventszeit eventuell immer, wenn ich einkaufen war, einen Weihnachtsmann eventuell mitgenommen. Galax. Es ist von der Grammanzahl, es ist billiger gewesen, als hätte ich mir da irgendwas anderes gekauft. Was hast du denn gekauft? Die haben immer einen Weihnachtsmann bei jedem Einkaufen. Wohl. Bei jedem Einkauf. Lauf Galax oder lebt von Nudeln und Schokolade. Ja, nee, es war halt einfach nur nochmal so ein bisschen was Gegönnung. Galax lebt von Nudeln und Schokolade und ist dürr wie eine Stange. Ich wollte gerade sagen, Alter, Galax, wenn ich den anpuste, dann hört's fällt er um. Wow. Warte, Galax, wie viel wiegst du? 2 Kilo. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal gewogen habe. Meine Waage hat, die Batterien sind leer und ich habe keine Batterien dafür. Ja, genau. Wie viel schätzt du? Nee, halt ernsthaft. Meine Mutter hat mir eine Waage gegeben, weil sie ausgezogen bin, aber die Batterien sind leer. Hör auf, dich zu rechtfertigen nochmal. Ich glaub dir doch, das ist ein Joke. Ich sag dir eins, was mein Schatz alles ist, denke ich mir auch einmal wieder. What the fuck? Galax, du weißt jetzt so gar nicht, wie viel du wiegst, oder? Ja, doch, so. Um die, ja, wahrscheinlich mittlerweile, wenn ich, na, da habe ich weniger gewogen, etwas unter 80. Für meine Körpergröße ist es am unteren Ende vom Leben, glaube ich. Du bist halt einfach zu groß. Mehr als ich. Galax ist Cuddle-Size, okay? Jetzt will ich Galax cuddeln. Nee, geh weg, ich war erster. Ich bin näher, du Opfer. Das Problem bei mir ist halt, die meisten Leute können sich schon selbst umarmen, wenn sie mich umarmen. Ja, Snuddle ist so klein, Alter. Das ist halt wirklich so, ey. Ich bin wirklich nicht... Oh, Galax muss Snuddle mal knuddeln. Ja. Das ist fast so, wie wenn Galax fluffy knuddelt. Galax bückt sich immer. Ja, ich wollte gerade sagen, als Galax... Ja, weil ihr alle so klein seid. Erstmal so in die Knie gehen, hallo Fluffy. Was? Nochmal? Was? Wenn Galax dich knuddelt, muss er immer in die Knie gehen, so, hallo Fluffy, ich komm jetzt. Es ist genau das, wie Snuddle gesagt hat, dieses Meme halt mit How to talk to short people. Also ne, die Knie runter. Ich trete ja nächstes Mal ins Knie. Also, du meinst Boxen, weil das für dich ja dann quasi Kopfhöhe ist. Ich bin wütend. Nächste Frage. Next Meme. Nein, okay. Eine Frage, die mir tatsächlich eingefallen ist, die aber Johnny ebenfalls gestellt hat. Mit welchen Zutaten kocht ihr am liebsten? Habt ihr irgendwas, was ihr fast überall verwendet? Darf Okula. Ich anfangen? Ja. Rote Zwiebeln und Knoblauch. Kommt bei mir in fast jedes Gericht. Egal, was es ist. Ja, okay, abgesehen jetzt von Salz und Pfeffer, I guess. Ich hau überall auch Knoblauch rein. Weil, oh mein Gott, Knoblauch. In die meisten Gerichte, außer es ist etwas, was ich frittieren muss in der Pfanne oder halt zu heiß anbraten. Ja, Olivenöl. Halt nicht rein. Also richtig geiles, natives Olivenöl, weil, oh mein Gott, das ist so gut. Und ich tu gern ein Curry-Prieselchen noch rein. Ich liebe Curry. Oh, Curry benutze ich zum Würzen auch oft. Ja. Also meine Hauptzutat, also meine zwei Hauptzutaten, ne? Eigentlich immer Zwiebel, auch rote Zwiebel. Finde ich immer geil. Sehr gut. Und was bei mir rauf geht, sobald es geht, ist immer Rucola, weil Rucola ist einfach das Geilste. Ja. Und Rucola könnte ich einfach so fressen. Könnte ich mir eine Packung Rucola kaufen und die einfach so wegsnacken. Ironischerweise hat meine Mutter schon mal Rucola so als Salat gehabt und sie hat halt gemeint, das war nicht so geil. Wirklich alleine als Salat. Ich habe das erste Mal Rucola gegessen auf einer Pizza und das hat halt irgendwie voll komisch geschmeckt, finde ich. Wenn du zu viel Rucola ja. Darf ich was zu Rucola sagen? Ja, natürlich. Fact, den manche Leute nicht wissen, wenn du das auf Pizza tun willst, dann tust du das nicht mit in das Backrohr, sondern am Ende nochmal drauf. Ja. Und wenn du es mit reintust, dann schmeckt es nachher komisch. Ja, weil diese Bitterstoffe vom Rucola dann in die Pizza übergehen. Ja. Ah, das kann erklären, warum es bitter geschmeckt hat. Du musst wirklich zuerst die Pizza machen und dann den Rucola extra und dann halt einfach wirklich danach drauflegen. So habe ich dem das auch gemacht. So habe ich es halt auch gemacht. Ja. Einfach die Pizza gemacht und dann die Pizza aus dem Ofen und dann den Rucola drauf. Genau. Das musst du noch ein bisschen Parmesan dazu. Ja, also wirklich, das musst du frisch drauf tun, das aber, ja. Also meine Alternative zu Rucola ist eher Spinat oder Basilikum. Eins von beiden immer. Entweder Spinatblätter oder Basilikum. Das habe ich eigentlich immer hier. Das kann man auf alle Nudelgerichte drauf tun. Ja. Also das ist schon mal das Wichtigste. Und auf so ziemlich vieles andere kann man es auch reintun.
Galax und seine Nudeln. Ja. Rucola mit Galax und seine Nudeln. Halt, okay, tut mir leid. Boah. Aus weißem Weinapfel. Tut mir so leid. Oder Rucola mit einer Vinaigrette aus weißem Balsamessig war das. Ich glaube Olivenöl und so Tomaten mit dazu. Das finde ich nice. Aber ja, Zutaten, keine Ahnung. Ich koche tatsächlich sehr wenig, weil ich wurde eigentlich immer bekocht. Aber ich glaube, wenn ich selbst anfangen würde mit Kochen, ich wäre auch bei roten Zwiebeln und Knoblauch mit, weil Knoblauch ist Liebe und Zwiebeln absolut geil. Good boy. Wir werden viel Spaß beim Zusammenkochen haben, Snadder. Yes. Das ist wichtig. Wir müssen zusammen, wenn ich in der neuen Wohnung bin, ich wollte schon so lange ein Pseudo-Koch-Video machen, aber ich hatte hier nie Platz. Wir müssen ein Video machen, wie ich mit Fursuit koche. Koch? Bitte, yes. Bitte Koch-Tutorials. Ich hab schon wieder reingeguckt, Nick, hör auf. Apropos Kochvideo, Leute, schaut euch das Kochvideo von Rafa an, das ist einfach zu cool. Ich dachte, du sagst jetzt Kochvideo von, Ich auch, Galax, ich hab auch ja, genau. Schaut euch das Kochvideo von Malte Nativ an, ich hab's echt auch gerade. Nein. Aber ja, Rafa hat ja eins hochgeladen. Ja, verlinke ich euch. Aber die wichtigste Zutat, finde ich, wurde auch vergessen, und zwar, das ist geriebener Käse. Das ist noch universell einsetzbarer als Spinat oder zum Beispiel Basilikum. Aber nicht bei allem. Sorry. Verwende ich eigentlich relativ also bei den meisten momentan. In der Tomatensoße kannst du zum Beispiel eher schlecht geriebenen Käse machen. Zum Beispiel. Doch. Na, geht so. Doch? Geht so. Also ich bin ja auch echt Vertreter von Käse und überall Käse, aber es geht in, ich würde sagen, in 9 von 10 Gerichten kannst du Käse benutzen. Du isst ja auch eine Pizza mit Käse drauf, natürlich verträgt sich das mit Tomatensauce. Leute, hört ihr das? Sogar eine Pizza mit 6 Käse, so rein. Ja, ich kann hört ihr das im Hintergrund? Nein. Das sind meine schreienden toten Ahnen aus Italien. Schnauze! Meine toten Ahnen aus Italien. Was? Alles klar. Was? Der Hälfte meiner Familie kommt aus Italien, ist so. Ich höre mal gerade meine Ahnen kreischen im Grab. Ah, deswegen kannst du so gut kochen. Aber nee. Was? Aber nee, du hast mir mal, ich hab bisher immer gesagt so, ja nee, auf Kartoffeln, irgendwas mit Kartoffeln zu tun hat, da passt jetzt kein Käse dazu. Und dann ja, hast aber du das mir mal... Hä, Kartoffellauflauf? Ja, okay, ja, das schon. Aber zu ich bin eine Kartoffel. Sachen. Und ich laufe den Fakt, dass ich heute eine Kartoffel bin. Nani? Ja. Lass Galax fertig reden. Dann hat Fluffy tatsächlich so mir so ein Video geschickt von so Kartoffeltaschen mit Käse drin. Boah, dann habe ich seitdem tue ich auch immer so auf dieses ganze Zeug, was irgendwas mit Kartoffelteig zu tun hat, nochmal Käse drauf oder rein. Ja, das geht ja, aber ich rede jetzt von Sugo. Hui. Nein. Nein. Als Miet und ich haben diese Woche Kartoffellauflauf gemacht. Boah, war der lecker. Gosh, mit veganem Hackfleisch. Boah, war der geil. Also Galax, wenn du das nächste Mal zu uns kommst oder wir mal zu dir, je nachdem, dann kriegst du mal von mir und Nani einen Räskäse. Dann weißt du, was ein Käse ist. Oh, ich müsste eigentlich echt mehr. Bei euch in der Nähe gibt's doch auch sogar. Nee, bei euch in der Nähe gibt's das ist nicht Käse, da haben meine Eltern dem letzt gesagt. Bei euch in der Nähe ist doch dieser Prinzenschnaps irgendwie heimisch, ne? Ja. Ja. Ja, da haben meine Eltern gesagt, wenn ich nächstes Mal bei euch bin, muss ich einen mitbringen. Was? Wir haben eine ziemlich gute Schnapserei da. Ja. Ja, wir haben aber auch die Schnapserei in Luschnau. Die ist auch richtig gut. Die hat zum Beispiel den Edelweiß-Wodka. Und Alter, das ist so... Das klingt schon Zeug. Fucking lecker. Aber ja, Käse aus Österreich hat und Schweiz ist natürlich auch nochmal ein anderes Level. Eigentlich hätte mir Rob, als wir zusammen waren, immer Käse schenken können zum Geburtstag und zu Weihnachten. Ohne Witz. Beste Geschenke. Ein uriger Bergkäse. Oh ja. Also ich hab noch was. Ich kann euch Käse schicken, wenn ihr wollt. Ich habe noch eine Zutat für Soßen. In tatsächlich jeder Soße haben wir auch Schlagsahne reingemacht. Ja. Ich bin Fan von cremigen Soßen. Ja. Ja, so Creme fein oder sowas kann man da rein. Schlagsahne. Creme fresh oder Schlagsahne? Nee, Schlagsahne. Nicht, ja, Creme fresh auch, aber Schlagsahne eher. Auf jeden jedes Fall. Gericht, was wir bis jetzt hatten, hat er immer Schlagsahne mit reingemacht. Das kannst du tatsächlich auch in... Schlagsahne. Das kannst du zum Beispiel auch bei... wenn du irgendwo Käse dazu machst, das verträgt sich ganz gut mit Käse, dann wird es ein bisschen cremiger. Zum Beispiel bei Käsespätzle. Ja. Käse macht man meistens Darf rein, ich kurz aber. Was erwähnen? Oh, jetzt will ich Käsespätzle haben. Darf ich kurz was erwähnen? Ich finde das total süß, euch zuzuhören. Ich so hier mit der Kochausbildung, wenn ich meinen Master machen würde in Wien, könnte ich ein Restaurant machen. Man kann Schlagsahne Das ist so eine Standard-Schlagsahne für Käsespätzle. No shit, Sherlock. Das war eine echt krasse Entdeckung, als ich das entdeckt habe. Das hat mir meine Mutter gesagt. Ich weiß, das ist okay. Aber wusstest du schon?
Galax so jedes Mal so, man Uff. Kann übrigens auf Pizza zweimal Käse legen. Boah! Was? Doppelt der Käse. Und Leute, nimmt's jetzt nicht falsch auf, aber egal, wo du in Deutschland bist, die Deutschen können einfach keine Kässpätzle machen. Halt die Fresse! Halt was? Deine scheiß Fresse! Warst du mal in Schwaben? Tatsächlich war Dankeschön! Ja, war ich. Nick, wenn du nächstes Mal hier bist, wir gehen zu meiner Mutter und die macht dir die besten fucking Kässpätzle, die du jemals gegessen hast. Und dann sagst du das nie gespannt. Wieder. Oder ich stomp dich. Ich hab Verwandtschaft in Schwaben und bin da immer oder zu Besuch. Oder wir können nächstes Mal Kässpätzle essen, wenn du zu uns kommst und dann siehst du auch mal richtig geile Kässpätzle. Alter! Wir gehen einfach zu meiner Oma. Dann verrecken wir alle Schwaben zusammen. Versus Österreich. Wer macht die besseren Kässpätzle? Okay, passt. Dann kommt der Sachse mit, dann mache ich aber sächsische und die schmecken scheiße. Oh, geh doch weg. Alter, sächsische Kässpätzle sind doch gleiche wie sächsische Maultaschen, kann ich wegschmeißen. Gibt's überhaupt eine sächsische Version davon? Ich hoffe nicht, ansonsten möchte ich mich erhängen. Ich weiß es nicht. Alter. Nee, also mal alles, was mit Spätzle zu tun hat, verbindet man ja Schwaben eigentlich danke, mit damit. Es gibt diese danke. Schwäbischen Spätzle und sowas überall bei uns auch nur zu kaufen. Spätzle kommen aber aus Österreich, Mensch. Kein Spätzle. Bist du sicher? Also ach, damals sind sie noch in Sachsen gewohnt. Schwäbisch. Warte mal. Naja, es könnte ja auch aus Schwaben kommen oder an und die Schwaben haben es uns übernommen, weil es ging ja, gab ja früher die Schwabengängerei. So. Das ist da vielleicht irgendwo. Live-Reportage von Südoberski. Aber war. Falls euch die Schwabengängerei was sagt, ihr Geschichtsbanaus. Nicht? Nö. I guess not. Okay. Nee, bin Sachse. Hier Zahl einblenden, schlag mich tot, 19 irgendwas, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr genau. Aber hat man früher, weil es zu wenig Arbeit gegeben hat, Kinder von überall her nach Schwaben geschickt auf Höfe, um dort zu arbeiten. Das war die Schwabengängerei. Und das war super gefährlich, weil die Kinder samt irgendeinem Fahrertyp oder irgendwas zu Fuß dahin gelaufen sind. Egal bei welchem Wetter. Hä, aus Österreich sind Kinder nach Schwaben gelaufen? Ja. Okay. Das ist Google Schwabengängerei. Also ich habe jetzt gefunden, dass man die halt hauptsächlich in Bayern, Allgäu, Schwaben, Schweiz und Österreich ist und dass die da überall ein bisschen anders heißen und ein bisschen anders gemacht werden. Das Einzige, was ich jetzt wirklich gefunden habe, dass die ihren Ursprung wohl wirklich in Salzburg haben sollen. Also hat Nick recht. Mhm. Trotzdem schmecken die in Schwaben besser als in Österreich. Gut. Also ich habe einmal Schwaben. Ich habe einmal schwäbische. Dann hast du keine gegessen. Richtigen schwäbischen Kässpätzle ja, gegessen. Ich denke auch nicht, dass es richtige waren, weil die waren widerlich as fuck. Das denke ich mir auch immer bei deutschem Kartoffelsalat. Wer macht Mayo in Kartoffelsalat? Wir. War widerlich. Wir machen Mayo in Kartoffelsalat. Hast du was dagegen? Ja, ich hasse Mayonnaise und alles, was damit zu tun ich hat. Ich liebe Mayonnaise und alles, was damit zu tun hat. Mayo ist einfach so Fett und Ei. Blech. Mayo ist geil. Gut, finde ich okay für Pommes, aber wirklich für irgendwas anderes esse ich Mayo nicht. Wenn ich Mayo sehe, wird mir schon kurz übel. Keine Ahnung, ich mag das überhaupt nicht. Ich bin da eher auf der Seite von Nick. Also ich nicht kurz übel, aber ich esse es nicht. Ich mag Mayo sehr. Ich bin so ein Banause und ich vermische, wenn ich schon Pommes habe, vermische ich Ketchup und Mayo und esse es dann zusammen. Oh, das ist ja dann Remoulade. Aber euch nennt ja, man das Käsknöpfle. Okay, weil da steht sogar extra Vorarlberg dran. Kässpatzen in Tirol, Kässpätzle, Kässpatzer ja, oder Kässpatzen ja in Schwaben. Es gibt ja so viele verschiedene ja. Formen. Also ich muss das mir auch, alles ich sollte dasselbe. Mir vielleicht aufhören, Bilder von Kässpätzle anzugucken, wenn ich Hunger habe. Oh, ich krieg Flash. Ey, keine gute Idee. Das ist jetzt mal in Schwaben, warum, Mann, die haben so gute Spätzle. Danke, wir müssen mal, ich sag ja, wir gehen mal zu meiner Mutter und die macht uns alle Kässpätzle. Ich mach euch oder wir können legit welche bei meinem Onkel bestellen, weil der hat einen Partyservice, der macht auch Kässpätzle. Die von meiner ich kann Mutter die auch verbessern. Kochen, hallo. Fluffy, ich hab dich lieb, aber wir wollen, wenn dann schwäbische Kässpätzle essen, danke. Und danach vorarlbergerische Käse. Genau, und dann gucken wir, welche besser sind. Da du, können wir, du da wurdest gerade vom Fluffy Food Service gebannt. Da können wir echt so ein Video draus machen. So bei mir, ich bringe dann eine Turbo-Box von Cashbässe von meiner Mutter mit, dann bringt Fluffy welche von sich mit und wir gucken, welche schmecken besser. Die Vorarlberg oder die schwäbischen so Cashbässle. Ja. Das wäre richtig geil, muss ich mir aufschreiben. Ganz ehrlich, ich kann halbwegs gute Cashbässle, aber ich komme echt nicht an die von meiner Oma ran. Ich glaube, das macht das Alter. Das kann halt echt sein. Also meine Mutter macht auch echt geile Gerichte und ich habe mir auch viel von angeguckt, aber an ihres Level komme ich nicht dran. Alter, was ja, ist noch ist alles? Halt Gosh, auf dieser To-Do-Liste steht viel zu viel einfach.
Fucking hell, ja. Ich werde danach so viel sowas von Spätzle essen, ich habe noch welche dann. Und nichts böse verstehen, aber haben wir nicht noch massig Fragen? Ja, ich wollte auch eigentlich schon lange zum nächsten kommen, aber wenn du sagst, die Österreicher machen die besseren Kässpätzle, kann ich das nicht auf mir sitzen lassen. Das kann man nicht so im Wo wir lassen. Es gerade hatten von Lieblingszutat zum Kochen, haben wir 3 Kochfragen bekommen. Die erste von Aqual, ob wir generell gut kochen können. Die von Beuser, was können wir am besten kochen oder backen? Also so, oder halt generell Gerichte oder Kuchen, also generell kochen und backen. Und ja, doch, das waren, glaube ich, die einzigen beiden. Ja. Ja. Dann gehen wir doch durch, oder? Also können wir kochen und was kochen wir am liebsten? Burger. Du kochst Burger? Naja, er legt halt die Patties in die Pfanne. Ich wollte gerade sagen, arg viel kochen ist das halt nicht. Ich weiß. Nein, aber mein Lieblingsgericht, was ich immer gemacht habe, wenn ich zu Hause war, also wo ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, war gebratene Ente mit Gemüse, gebratene Nudeln und eine geile Soße dazu. Das habe ich gern gemacht. Und sonst eigentlich nicht so viel. Burger und Toast. Toast in die verschiedensten Varianten. Also, du kochst eher weniger viel. Ist okay. Yep. Jetzt aber wenn ich koche, dann mache ich es meistens gut. Ich habe noch nie was von dir gegessen, aber das glaube ich dir einfach mal. Kann ich auch nicht beurteilen. Nee. Ich gehe zu Nugget Nudeln essen, die macht das beste Curry. Wow, Galaxo, ja. Also ich koche am liebsten Nudeln mit Pesto. Ja, das ist ja auch easy. Es ist halt kein Kochen, einfacher. Das mache ich by the way nachher mit zu essen. Ich habe schon viele andere Sachen probiert mittlerweile, aber nee. Also ich kann das dann schon kochen, sagen wir es mal so. Der Punkt ist nur, wenn ich jetzt eine Statistik geben würde von dem, was jetzt, wie viel in letzter Zeit so verbrannt, übergekocht und sowas ist, würde ich sagen, ich kann nicht kochen. Also mir ist, ich habe letztens meine Mutter erzählt, dass meine Suppe verbrannt ist. Ich habe mir eine Nudelsuppe gemacht und ich habe die halt so lange auf dem Herd gelassen und irgendwann war halt, keine Suppe mehr da und halt einfach alles reingebrannt und dann war halt einfach alles schwarz. Du hast seitdem wie kann man eine Suppe anbrennen? Ich habe vergessen, dass ich die auf dem Herz habe. Meine dann, Schwester hat das auch geschafft. Galax, du bist nicht allein. Die war auf 9 und ich habe vergessen, dass ich die auf dem Herd noch hatte. Und ich hatte die Kopfhörer halt auf die Tür zu und habe gar nicht gehört, dass sie brodel. Und auf einmal, das war halt einfach nur noch schwarz reingebrannt. Ich glaube, den Topf kann ich halt nicht mehr verwenden. Aber ich glaube, du bist auch ein Nudelsieb hier ab sofort. Nee, ja, aber trotzdem. Burnley hat seine Nudelsuppe verbrennen lassen. Geil. Hat meine Schwester aber auch schon geschafft. Und mein Ex-Mitbewohner hat es auch schon hinbekommen. Mikrowellennudeln. Weißt du, eine halbe Portion von der Verpackung, so 500 Gramm Nudeln. Er hat da die Hälfte genommen. Und auf der Verpackung stand halt für 500 Gramm Nudeln 10 Minuten in die Mikrowelle stellen. Hat er 250 Gramm Nudeln in die Mikrowelle gestellt für 10 Minuten. Die waren auch schwarz. Ist halt schon schwierig, 10 durch 2 zu teilen, muss man ihn auch lassen. Ja. Wir haben aber darüber geredet, was wir gut kochen können und nicht, wie wir Suppe verbrennen. Aber, Galax, was kannst du Nudeln gut kochen? Gut kochen. Sonst nichts. Du hast gerade von Basilikum und Rucola und so. Ich kann. Ja, da geht es dann eher so an Soßen und sowas. Das habe ich von meiner Mutter gelernt, wie man halt Soßen so darf macht. Darf ich einschreiten? Wir arbeiten dran. Stimmt, Fluffy hat ein paar gute Vorschläge gebracht. Aber Fluffy macht künftig auf seinem Twitch Galax Koch Bootcamp. Nee, ich will jetzt nicht falsch sagen. Ich glaube, war es Johnny B. Kuhn? Ich weiß nicht mehr auswendig, wer mich angeschrieben hat, aber irgendwer hat mich direkt angeschrieben und meinte so, ja, ich melde mich auch für den nudelfreien Kochrezept Newsletter von Galax an. Und ich war kurz so, hä? Ja, du hast doch in der Silvesterfolge gemeint, dass du Galax immer Rezepte schickst. Ich dachte, so, okay, kann ich schon machen. Den nudelfreien Koch-Newsletter für Galax. Koch-Newsletter. Aber halt nudelfrei, damit es nicht immer nur um Nudeln geht. Okay. Also wir haben gerade auch die ganze Zeit nur Nudeln, ey. Ich habe schon mal Pesto zum Beispiel auch selber gemacht, so Basilikum-Pesto und so Zeug, das geht schon alles. Ey, ich war voll stolz, weil Fluffy, ich sehe dein Gesicht. Ich war voll stolz da drauf. Italian Fluffy stolz drauf. Da hast du gut gemacht. Ich habe auch schon Bärlauchpesto und sowas gemacht, aber ja. Oh, kennst du den Unterschied zwischen Bärlauch und Maiglöckchen?
Ja, keine Ahnung, es stand Bärlauch drauf, alles passt schon. Okay, du hast es gekauft. War kurz, okay, du hast es im Laden gekauft. Ja, okay, meine Tante hat auch Bärlauch im Garten, also die hat mir schon Bärlauch geschenkt immer. Boah. Nochmal, kennst du den Unterschied? Nee, aber ich schätze mal, wenn halt Bärlauch draufsteht, dann, und beziehungsweise wenn meine Tante sagt, das ist Bärlauch, dann ist schon Bärlauch. Galax, du weißt schon, dass das andere hochgiftig ist und du wirst verrecken. Ja, aber das wird doch nicht in dem Garten von meiner Tante wachsen oder so. Und da gibt sie es noch dir so, um dich zu vergiften. Ja, komm mit dem, das schmeckt voll lecker. Hey, bald habe ich seine ganzen Sachen. Die Tante, so ein Bösewicht, die dich vergiften will. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich früher auch sehr gern gemacht habe. Bezüglich auf Toast. Alter, das war der beliebteste Toast, wenn wir irgendwo einen Hock hatten oder irgendwo was sitzen, dann habe ich immer diesen Toast gemacht und alle haben es geliebt. Ja. Und zwar, du nimmst Toast. Einfach wirklich zwei große Toastscheiben, Käsescheibe drauf, die genauso groß ist wie der Toast. Du machst dir schönes, geiles, frisches Chili con Carne. Wenn es fertig ist, portionierst du dieses Chili con Carne in der Mitte des Toasts, legst wieder eine Käsescheibe drauf, noch ein paar Baconstreifen, toastest den Toast, dann durch den Käse schmilzt alles zusammen und dann hast du eine richtig geile, knusprige Toastscheibe mit überbackenem Käse mit Dinner so ein Chili con Carne Herz. Also das ist so geil. Aber du tust den Toast dann, wie tust du den Toast dann toasten, wenn da Zeug drauf ist? Das habe ich mich auch gefragt. Ich hab einen extra Klapptoaster dafür, da lege ich den einfach rein, zack, tu das so gesagt zudrücken und durch den Käse verschmilzt es und das Chili con Carne kann aus dem Toast nicht rausgehen. Weil ich kenne auch, wenn du rein bist, also es klingt halt echt gut, es klingt gut. Das ist auch gut, um so eben so Piccolin, nicht so, nee, wie nennt man das so, halt so, wie so diese italienische Version davon, so Mini-Pizzen. Ja, keine Ahnung, nee, wenn, das, was man auch zuklappt, so dieses Sandwich, die haben auch irgendwie so einen Namen. Du meinst Calzone. Ja, nee, ich meine nicht Calzone, egal. Paninis. Paninis, glaube ich, kann man das nennen. Ich weiß nicht. Ja, und das warte, ist Google. Ich höre deine italienischen Vorfahren wieder schreien, Fluffy. Panini. Ja, genau, Paninis meinte ich, genau die Teile. Die kann man, wenn man die, so, da bietet sich sowas auch dafür an. Ich kenne aber auch Leute, die haben schon Toast, den sie mit Käse backen wollen, in den Toaster gesteckt. Und dann war der echt, Toaster im Arsch. Oh, das stelle ich mir nice vor. Da hört mein Mitlaut auf. Echt. Snaddle, was kannst du am besten kochen? Ja. Wie gesagt, ich hab nicht viel gekocht. In der Pfanne mal ein Schnitzel mit Butter allerdings, nicht so mit Öl. Das weil ich ist mit nicht Butter, kochen. Ja, aber mit Butter finde ich es besser als mit Öl. Braten. Du aber auch erstmal panieren und sowas. Also. Nein, nee, das ist Fertigschnitzel. Das ist nicht kochen, tut mir leid. Das ist auch nicht kochen. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, das waren ein paar Parmaschinkensäckchen gefüllt mit Rucola, Schlagsahne, einmal mit Ziegenkäse, einmal mit Schafskäse. Ich finde Ziegenkäse absolut widerlich, mach das nie wieder so. Und what the fuck? Gerösteten Erdnüssen oder Nüsse. Pinienkerne waren. Pinienkerne waren das. Nicht Nüsse, Pinienkerne. Und ja, das sind halt wirklich solche Schinkensäckchen, machst du auch zu mit Schnittlauch, füllst sie halt so, stellst sie da im Backofen für 10 Minuten, 200 Grad und hast am Ende halt so einen kleinen Party-Snack, solche halt Schinkensäckchen, die gefüllt sind. Und ja, habe ich bisher zweimal gemacht, halt einmal mit Ziegenkäse, einmal mit Schafskäse und ich fand den Nachgeschmack von Ziegenkäse widerlich, deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir machen keinen Ziegenkäse mehr da rein, weil das war widerlich. Die waren in Ordnung. Es war jetzt nicht unbedingt das beste Essen, sag ich mal, aber es ist halt was für zwischendurch, was Kleines. War ganz okay. Aber für den Aufwand halt. Ja, das Ganze mittelmäßig. Zu füllen und so. Aber sonst halt wirklich viel kochen, meine ich. Dann kann man noch dir beibringen. Dann würde ich es machen, weil Fluffy wird vermutlich vom Besten erzählen, weil er tatsächlich wohl ganz gut kochen kann, wie er jetzt schon durchgescheint ist. Was ich jetzt schon oder was ich sehr, sehr oft mache, ist quasi Maultaschen, meistens vegane. Natürlich bin Schwabe, wenn ich was koche, muss es Maultaschen beinhalten. Aber Maultaschen sind super. Und dann ultra viel Gemüse. Ich schnibbel dann Tomaten. Ich schnibbel dann Paprika. Ich schnibbel dann Knoblauch. Ich schnibbel dann Pilze. Ich schnibbel dann Zwiebeln. Und dann kommt das alles in eine Pfanne und wird angebraten. Und dann halt noch Würzen mit allem möglichen Salz, Pfeffer, Curry,
Und ja, eigentlich, es klingt ziemlich simpel, aber schmeckt echt geil. Was ich dann auch noch gerne dazu tue, ist dann Mais oder auch Karotten, manchmal selber geschnitten, manchmal fertig und halt alles zusammen anbraten und das wird dann richtig lecker, weil halt einfach gerade dieses Gemüse und die Maultaschen ultra gut zusammen angebraten. Danke, dass ihr mir zuhört. Ich hasse euch. Ich höre dir zu. Ja, ich ja, die anderen beiden haben irgendwie angefangen zu tanzen, warum auch immer, I don't know. Und was ich öfter machen muss, ich habe mal gefüllte Paprika mit veganem Hack gemacht, das war geil. Und ich habe ein einziges Mal einen chinesischen Wok gemacht mit so Springbohnen oder wie das heißt, Karotten, gebratenen Nudeln und halt wirklich so richtig asiatisch einfach gebratene Nudeln gemacht in einem Wok. Das war auch geil, das muss ich auch mal wieder machen. Aber was ich wirklich am öftesten mache, ist eben dieses Maultaschen mit Gemüse zusammenwerfen, alles anbraten. Das ist echt geil. Und ich muss unbedingt mal, meine Schwester hat früher immer schwäbische Lasagne gemacht. Das ist wie normale Lasagne, nur man benutzt anstatt diese Nudelblätter und Maultaschen. Das muss ich auch unbedingt mal machen. What das war fuck? Immer lecker. Ja, das ja. Klingt echt lecker. Das so. muss ich mal in der neuen Wohnung dann. Das wird geil. Maultasche. Ja, die gute alte Maultasche vom Schwaberländle. Die Maultasche. Das Beste, was es gibt, Leute. Wenn ihr noch nie Maultasche gegessen hättet, müsstet ihr das unbedingt mal nachholen. So genügend Schwäbisch für einen Podcast. Ich finde den schwäbischen Dialekt ein bisschen anstrengend, ehrlicherweise. Was? Warum hast du gerade gesagt? Soll ich eigentlich rüberkommen und die euren Zentrierer? Ich hab Verwandtschaft in Schwaben und oh no, jedes Mal. Sag mal, geht's da eigentlich noch? Ich wüsste gleich vorne, der Wasch, wo hinten und vorne ist. Nein. Den ich wünschte, ich würde sechs. Wenn wir nächstes Mal der Galaxy denn, dann werden wir alle bloß nur Schwäbisch schwätzen. Nein, Klaus nicht. Moment, an denen ich mir wünschte, ich könnte entweder Sächsisch oder mein Heimatdialekt. Was nicht dasselbe ist, by the way. Also ich bin tatsächlich nicht Sächsisch in dem Sinne. Sächsisch und meine Heimat sind zwei verschiedene Sachen. Meiner Meinung nach, der geilste Dialekt ist einfach die Holländer. Holländer auf Deutsch. Wie sind also wenn man von Deutsch ausgeht, finde ich persönlich Schweizerdeutsch am besten. Oh aber Gott, wenn man jetzt international, nein, wenn man jetzt international ausgeht, find Berlinerisch bin ich ein am Fan geilsten. Von Britisch. Ich bin Fan von Britisch. Dem, not gonna komm mal mit dem Velo geguckt. Ich bin ja, so froh, dass ich überhaupt Hochdeutsch geschottet reden kann. Sonst weiß ich nicht, ob ich ihn gedatet hätte. Not gonna lie. Ich weiß nicht, ob ich einen Schweizer daten könnte, nur Schweizerdeutsch reden könnte. Ich glaube echt, dass... Aber Zwelo... Ja, dieses Zwello. Aber Zwello. Was für Zwello? Die Wiener sind auch nicht besser. Fahrrad. Warum da ist Zwello Fahrrad? Das war jetzt der Esel, okay. Ja, hat man da, ja. Vielleicht kommt es von Französischen, weil Velo heißt auch Fahrrad auf Französisch. Ich kenn Trello. Na, Zwello. Du scheiß Sepp Galax. Ja, ich hab schon verstanden. Fluffy, was kochst du am liebsten und besten, dass wir zurück zum Essen kommen? Also am besten kann ich nicht beurteilen, ich bin verdammt selbstkritisch, so wie beim japanisches Curry. Ja, da musst du nicht fragen. Also ich mache total gern Katsu-Curry, falls ihr das kennt. Das ist so geil, ich kann mich da reinlegen. Nein. Das ist so wie, ja, so ein kleines Schweinekotelett nimmt man dafür. Also japanisches Curry, das ist dieses dickflüssigere, da kommen Kartoffeln und Karotten rein. Und dann hast du so ein dickeres Schweinekotelett, also dieses mit diesem weißen Rand, und das panierst du mit Panko-Brösel anstatt mit Semmelbrösel und dann tust du das in ganz dünne Scheiben auf das Curry noch drauf. Mit das ist voll geil. Das Panko-Brösel habe ich auch bloß durch Nanni kennengelernt. Also ich liebe alle Sorten von Curry, ist ein tolles Gericht. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich 5 Gänge-Menüs kochen könnte, ich habe keinen Bock darauf, das für mich selber zu machen. Dann müssen wir das mal zu Savavavam kochen. Also was ich gerne mache, ist noch Kartoffelgratte und Elbler-Makaroni, das liebe ich total. Oh ja, so geil, Käse-Makaroni. Aber die Elbler-Version ist halt, da hast du noch Zwiebeln und Speckwürfel drin. So geil, ich bin geil. Und für mich persönlich, mein Lieblingsgericht, total simpel, weil ich bin Fan einfacher Küche tatsächlich, ist einfach ein Natur-Lachs-Steak auf beiden Seiten kurz, einfach schön angebraten, also dass es gerade noch warm ist und mit Salz und Pfeffer drauf. Ich weiß, es ist nicht schwer, aber ich weiß nicht, ich mag das und dann am besten noch so gesottene Kartoffeln oder Kartoffeln.
was ich total gern mache, aus dem Backrohr. Dann nehmt ihr am besten die ganz kleinen Kartoffeln in Viertel oder halbe, wie groß ihr sie halt möchtet. Haut ihr auf dem Backrohr, Salz, Pfeffer drüber, Paprikapulver, wenn ihr wollt. Oder ich habe so ein Brathuhn-Gewürz, aber das passt da auch super. Und dann gebt ihr noch Rosmarinzweige drauf und dann kippt ihr noch schön Olivenöl drauf und rein ins Backrohr und das ist geil. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann noch Zwiebeln und Knoblauchzehen dazu schmeißen. Ich hab das Hunger. Ist geil. So. Also ich muss eins sagen, ich koche zwar auch nicht viel, aber auf was ich achte, ist auf hochqualitative Produkte. Gut, ja. Auch gute Einstellung. Ja. Und was bei mir zum Beispiel zum Standard, was bei mir zum Standard geworden ist, wenn ich Fleisch esse, ist mehr oder weniger Wagyu. Weil Wagyu-Fleisch einfach pervers geil ist und du weißt, oh, ich bin nickig, isst jedes Mal Wagyu-Fleisch. Und ein Problem gibt es jetzt allerdings, das hat mir so angesteckt, dass ich mir jetzt auch mal Kobe bestellen will. Das Problem ist bloß, ich habe keinen Bock, da so viel Geld auszugeben und am Schluss verhaue ich es. Weil so 200, weil so 200 Gramm Kobe kannst du 200 Euro rechnen. The fuck? Das ist sehr teuer. Ja, aber es sei das geilste Fleisch auf Erden. Ja, also ich kann genereller Kochtipp, wenn ihr gerne einen besseren Geschmack kriegen wollt, einfach nur, das fängt schon an mit, kauft euch einfach leckeres Virgin Olivenöl zum Beispiel. Das riecht schon so geil. Das schmeckt schon geil, wenn ihr einfach ein gutes, knuspriges, dunkles Brot nehmt, das ein bisschen mit Salz und in das Öl reintunkt. Das könnt ihr schon so. Ich glaube, ich muss echt meine Ölmarke wechseln, weil ich nehme immer sonst nur Rapsöl. Ich muss, glaube ich, echt auf nices Olivenöl wechseln. Ja, beides zum Anbraten. Ich finde, es ist doch beides. Es ist doch gut, beides zu haben, weil Olivenöl ist für das eine sinnvoll und Rapsöl kann man für das andere verwenden. Also das habe ich so von meinen Eltern gelernt. Olivenöl solltest du nicht zum Anbraten nehmen. Habe ich aber schon gemacht. Ja, ja, wenn du es nicht zu heiß machst, aber ich habe schon verfolgt, warum braucht meine Pfanne, wenn du es zu heiß gemacht hast? Ja, meine Fresse, wenn dann das Ding anfängt zu spritzen und so, sollst du vielleicht die scheiß Pfanne runterstellen. Es gibt Leute, die nicht wissen. Ich bin dann nicht wie Galax und lass meine Suppe anbrennen. Wow. Halt, hab dich lieb. Also, wenn ihr mit Olivenöl braten wollt, dann müsst ihr den Rauchpunkt beachten, sonst vergiftet ihr euch. Aber es kann auch noch mit Rapsöl Same. Tatsächlich rauchen. Ja, aber wie heiß muss das denn bitte werden? Hallo? Guck dir mal nicht nachmachen an. Also wobei ich sage jetzt nicht, dass auch letztens mein Feuermelder losgegangen ist. Wir haben tatsächlich nur zwei Arten von Öl bei uns stehen. Warte. Du hast es schon geschafft, beim Kochen deinen Feuermelder zu aktivieren? Beide. Ich habe zwei in den angrenzenden Räumen. Ja, das hat aber ein Kumpel von mir auch schon gesagt. Das Problem ist, ich habe den Ausknopf in der Panik nicht gefunden und ich habe einfach ein Kissen draufgelegt und habe gehofft, dass er mal aufhört. Wobei, ey, wenigstens geht dein Rauchmelder an, wenn da Rauch ist. Ja, aber dann ging erst der Kumpel von mir, bei dem ging der schon unzählige Male an, wo gar kein Rauch war. Aber dann ging erst der eine an, ich habe den mit Kissen erstickt so ungefähr und dann ging der andere an. Ich möchte an dieser Stelle nochmal. Darf ich an dieser Stelle nochmal, wenn. Wir arbeiten dran. Das ist das erste Mal, dass ich die Geschichten erzähle und alle sterben immer, aber es ist halt traurig. Vor allem für die Leute, die live mit dabei waren. War währenddessen im Teamspeak und ja, vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen. Oh Gott, Galax. Ich sehe mich schon so, weißt du, Galax, wir beide kochen mal irgendwas und das wird einfach pures Chaos wahrscheinlich. Mann! Also das war bei Rapsöl. Das war bei Rapsöl. Wart kurz nochmal. Wir arbeiten dran. Aber auch schneller. Hast du am Sonntag Zeit? Für was? Für Curry. weil ich sollte mal den Ducktape-Dummy machen und vielleicht wäre das am Sonntag eine gute Idee. Weil ich denke, Samstag hast du sicher wieder mit D&D zu tun. Nee, aber ich will streamen morgen. Ja, von mir aus. Jetzt wird es mir schon wieder warm. Wie gesagt, also, wenn es nicht geht, dann können wir es auch ein anderes Mal machen. Letzte Frage für den Podcast. Heute dürft ihr euch jetzt aussuchen. Wir haben mehrmals bekommen schlechtestes Essen und wir haben mehrmals bekommen Lieblingsessen. Was machen wir? Was heben wir uns nächstes Mal auf? Das Schlechteste, was wir jemals gegessen haben oder Lieblingsgerichte? Ich würde sagen, das Schlechteste, weil Lieblingsgerichte hatten wir schon dreimal im Podcast auch. Oder so. Ja. Das Schlechteste, was ich jemals gegessen habe. Darf ich anfangen? Boah, ich weiß es. Ja. Bei mir war es die Dr. Oetker Schokopizza.
Das war dann damals so. Ja, nachvollziehbar. Als die frisch neu rauskam, wollte ich die halt unbedingt probieren, weil ich die Idee irgendwie dann doch nice fand. Und es war dann halt so, ich habe dann immer gewartet, damals habe ich auch noch beim Rewe gearbeitet. Hey, der Insider ist back, woo! Sauf. Gönnt euch, Leute. By the way, Nick mag Tesla und was noch? Sachsen. Du hast bei Rewe Tesla gehört. Tesla und was noch? Nein, Nick, aus. Ich schlag dich. Okay. Proxy-Server auf jeden Fall. Ja, Proxy. Nadel hat in Sachsen gewohnt. Was war Fluffy's Insider? Aber ich habe heute meinen Traum-Tesla gesehen. Okay, also keine auf jeden Ahnung. Fall essen. Frage beantworten. Ich habe früher neben meinem Rewe gearbeitet und da hatte ich halt dann die Schokopizza war halt schon überall und unser Rewe hätte nur nicht bekommen, weil scheiß fucking Dorf, wo wir alles ein Jahr später bekommen als alle anderen. Wir hatten noch diese Luca-Pizza ewig lang nicht, dass ich sie kaufen wollte, aber das ist mir auch aufgefallen damals. Und dann hatten wir die halt endlich und dann hat mir das eine Kollegin extra per WhatsApp geschrieben, dass ich die endlich probieren kann, weil sie gewusst habe, ich will die probieren, wenn die rauskommt. Und das Problem war, ich habe halt an dem Abend schon zu Abend gegessen, war eigentlich echt satt, aber ich dachte mir so, fuck, da hatte ich an dem Abend Musik proben und habe mir dann extra in der Pause, die immer so 10 Minuten ist, bin ich rüber, das ist direkt nebenan gewesen, das Musikheim unter der Rewe, bin ich rüber gerannt, habe mir diese Schokopizza gekauft, dass ich die nach der Musikprobe essen kann. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich so ein Viertel gegessen und dann dachte ich mir so, ist gar nicht mal so geil und habe den Rest weggeworfen. Und dann habe ich mir so, meine Eltern wollten das auch nicht. Ich hasse es, Essen wegzuschmeißen, aber in dem Fall. Ja, ich weiß, ich ärgere dich bloß. Ja, aber dann dachte ich mir so ein, zwei Monate später, also als ich die damals gegessen habe, war ich ja irgendwie schon satt und die haben die Pizza jetzt auch in kleiner. Vielleicht probiere ich es nochmal, wenn ich nicht voll gefressen bin. Und vielleicht ist es dann, weil das Schoko einfach so viel ist, vielleicht ist es dann besser, wenn ich die Pizza in kleiner kaufe. Spoiler, nein. Nee, oder? Sie war immer noch scheiße. Kleiner Tipp, Südoberski. Nächstes Mal, wenn wir beim BFD sind, gehen wir in die Nürnberger Pizzeria, die die geilste Pizza ever hat. Ja. Und die haben auch eine Schokopizza, die einfach nur pornös geil schmeckt. Deal. Die war echt gut, ja. Das war so das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Fucking Schokopizza von Dr. Edgar. Ich werde als nächstes sagen. Okay. Und ohne die Kochkünste meiner Mutter wirklich beleidigen zu wollen. Aber das war zu Weihnachten. Alles, was sie gekocht hat. Nee. Das war zu Weihnachten 2017 oder 18, schon ein bisschen her. Und da hat sie, das war auch eine andere Frage, wegen dem Essen aufgezwungen und so, das verbinde ich mal damit, hat sie uns Känguru-Fleisch da gemacht. Das ist so geil. Nicht wie sie es gemacht hat. Also erstens, das Zeit war, also ich hasse wirklich richtig zähes Fleisch zu Tode. Dann hast du es falsch gekocht. Ich hab's nicht gekocht, ne? Also, ja, aber ja, dann hat sie es falsch gekocht. Es kann auch schlechtes Känguru-Fleisch gewesen sein, was nicht unbedingt geil war. Ja, ich weiß auch nicht, von wo es es her hatte. Es war auf jeden Fall richtig zäh, es war widerlich, hat nicht geschmeckt. Und die Soße dazu war halt das typische Rotweinsoße, wie man es halt kennt, für Rind oder sowas. Aber ja, für mich war es Känguru-Fleisch. Deswegen. Also ich habe Känguru-Fleisch, wie gesagt, schon oft beim Asiaten gegessen und da fand ich es ultra lecker. Aber ja, du musst es halt richtig zubereiten. Ja, aber sonst, I can see that. Wie ja Nick sagt, es gibt eine gute Schokopizza in Nürnberg. Und sonst, ja, wenn man es halt richtig macht, okay, würde ich sogar nochmal versuchen. Aber ja, allgemein, was mir auch nicht schmeckt, sind Linsen und Spargel. Spargel was? Ist so geil. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Alter, Flappi, stimmt. Was? Galax, auf! Ja, nee, das stimmt, aber... Instant-Bun vom Discord. An die Leute, die ihr seht ja nicht, was ich mache, aber kennt das sicher, wenn Bearded Dragons sauer sind, dann boppen die ihren Kopf so. Und dann wird der Hals schwarz. Spargel ist so geil, Leute, was ist los mit euch? Alter, Spargel ist mein Leben. Aber da hat's Nadel recht. Ja, Spargel Also nicht zusammen, ne? Nicht Spargel. Ja, nein, Linsen, oh mein Gott, nein. Aber es ist beides eigentlich geil. Beides getrennt. Linser mit Spätzler und Wienerler, Nein. Aber Linsen. Nein. Linsen sind widerlich, Spargel ist widerlich. Du bist widerlich. Ich weiß. Wow. Disagree.
Disagree. Nein, ich, also ich disagree, hab dich lieb. Ich disagree, dass Spargel und Linsen eklig sind und ich disagree, dass Nadel eklig ist. Nadel ist cute. Nein, das war. Mann, ich bin eine widerliche Potsau. So, nächster. Du und Potsau. Heb dich mit einem Arm hoch. So. Wer möchte als nächstes sagen, was er eklig fand beim Essen? Fluffy. Also, ich muss generell dazu sagen, ich glaube, es kommt vom ADHS, dass ich habe generell mit manchen Essenstexturen Probleme. Also nicht mal, zum Beispiel Vanillepudding schmeckt an sich geil, aber ich kann dieses Gelatine-Zeug nicht essen, weil mir wirkt's, so, schon wenn ich's angucke. So, aber das eine Ding, was ich brennend im Kopf habe, was ich, oh mein Gott, ich mag Leberkäse. Ich mag ihn immer noch, aber ich habe einmal bei einer Kollegin Leberkäse gegessen und der muss schlecht gewesen sein, ja, weil ich hatte danach eine Lebensmittelvergiftung oder so für 2 Wochen. Ich konnte nichts mehr zu essen angucken, weil mir übel geworden ist, weil ich es angeguckt habe. Der war es, Also ja, nee. Schlechter oder abgelaufener Leberkäse ist echt, also ungelogen, das war bisschen übel. Tödlich, Alter. Allgemein ich Fleisch, auch, das nicht mehr gut ja, ist ja. Oder was auch immer. Ja, ja, aber das hast du... Milch, die nicht gut ist, ist auch nicht ja, gut. Ja, alles, was nicht gut ist, ist scheiße. Das ist ja, ein Veganer, das mein Spaß. Kenntnis des Tages. Alles, was abgelaufen ist, ist schlecht. Moment, ja, Moment. Gesagt, ganz alles, wichtig, ist, alles, was abgelaufen ist, nicht weil es das MHD überschritten hat. Ich hasse Leute, die dieses Zeug einen Tag nach dem MHD wegwerfen. Nee, das mache ich nicht. Das ist Schmutz für mich. Anschauen, ob es noch okay anschauen, ist. Vielleicht ja. Ein Stückchen riechen. Einmal dran riechen und vielleicht dann einfach mit dem Finger oder einmal nur ein kleines Stückchen auf den Teller und dann probieren, dann merkt man ja, kann man es essen oder nicht. Hör bitte auf, die Milch genau. Zu inhalieren wie Koks. Und in diesem Sinne... In diesem Sinne nochmal eine kurze Empfehlung für Too Good To Go. Holt euch die App. Muss ich? Ich habe da ewig nichts mehr geholt. Muss ich mal wieder machen. Ja, also, nee, ich habe da, glaube ich, auch ein halbes Jahr lang keinen Leberkäse mehr angerührt. Nachvollziehbar. Ja, ist verständlich. Ich liebe Leberkäse, aber das war echt übel, Mann. Ansonsten alles, was so durchzogenes Fleisch ist mit Sehnen und so, aber da habe ich dasselbe Problem mit der Textur. Da kann das Fleisch noch so geil schmecken, sobald ich auf einen Knorpel beiße oder auf irgendwie dieses festere Gelatin. Ich kann das Fleisch nicht mehr essen ich und ich werde wahrscheinlich nicht. 2 Tage danach nicht mehr essen. Das ist ja vollkommen recht. Ich weiß nicht, wie viele kleine Knochen ich bei so Hähnchenbeinchen schon mitgegessen habe. Einfach so das Knusper ein bisschen Alter. Scheiß drauf runterschlucken weiter. Ich bin halt ein Bär, okay? Na, hör zu, ich bin echt neidisch auf Leute, die das mitessen können, weil ich bin auch so jemand, ich hasse es, Sachen wegzuschmeißen. Mittlerweile ist es ein bisschen leichter, ich habe Hunde, die können das alles essen. Die kriegen auch mal schon dieses Demeter Hof Rindfleisch, das blöderweise zu viel Sehnen hatte. Das Stück hat 30 Euro gekostet, du undankbarer Du undankbarer Hund. Aber ja, wenn man dann auf einmal auf Sehnen beißt und sowas und man kann einfach nicht durchbeißen, es geht nicht weg und sowas und man kriegt es nicht runter. Wieso kann man da nicht durchbeißen? Ihr müsst halt fester beißen, meine Fresse. Das hat 2 Gründe, wenn sowas hast. Erstens. ADHS. Nein. Doch, also, es kommt von Sensory Ding, ja, okay, Empfindlichkeit. Bist du dir sicher oder benutzt du das gerade nur als Ausrede? Ja. Tut mir leid. Also Fett und beziehungsweise Sehnen oder sowas hast du eigentlich nur das Problem, wenn erstens das Fleisch nicht wirklich gut ist und zweitens, wenn die Zubereitung scheiße ist. Nämlich, wenn du ein geiles Fleisch hast mit einer geilen Zubereitung, kannst du durch Fett sogar durchbeißen und das löst sich auf der Zunge auf. Ich hatte auch schon echt geiles Fleisch, das pechweise trotzdem Sehnen hatten, weil wir kaufen das meiste Fleisch von einem Hof, wo du dich vorher anmelden musst und die sagen dir dann, wann das Fleisch fertig ist, die schlachten die Tiere nicht vorher. Die bekommen so viel Zeit, wie die brauchen. Ich muss mal wieder aus so einem Automaten Fleisch holen vom Metzger direkt, das gibt's im Dorf von meinen Eltern, wo ich aufgewachsen bin. Wenn ich da nächstes Mal bin, muss ich mir wieder ein bisschen was rauslassen. War so eine Wurstplatte, so 280 Gramm für 6 Euro, aber das war die leckerste Wurst, die ich jemals gegessen habe auf Brot, Alter. Ja, allgemein jetzt vom Metzger ist es ja. 10-mal besser. Oder meine Eltern haben es auch so gemacht, oder halten es schon seit längerer Zeit auch so, direkt von Hof, also von mehreren Höfen, je nachdem, die in der Region sind. Sowohl für Geflügel als auch für Rind zum Beispiel gibt es spezialisierte. Bei uns gibt's halt ein paar Demeter-Höfe und generell ziemlich viel Bio-Höfe und das ist echt super. Da kostet es natürlich auch mehr, aber du bist dann halt auch nachher glücklicher mit dem Essen. Es schmeckt auch besser. Ich hatte mal tatsächlich jemand, der gemeint hat, ja, Billigfleisch schmeckt genau gleich wie Biofleisch. Nee. Wer mir das mit Ernst ins Gesicht sagt, ich schlag dich.
Ja, bitte. Und dann ist deine Zunge so kaputt, dass ich dann alles gleich aber vorhanden. Alles, ich schneide deine scheiß Zunge ab, du und so. Galax, ja, was echt, war das Schlimmste, was du jemals gegessen hast? Alter. Allgemein England. Also ich habe jetzt nicht England gegessen, sondern... so, England. Also, nee, ich hab mir jetzt Makro-Vibes, hallo Gelle. Ja. Ja, ich bin ja so groß, ne? Also das ist den Brexit. Nee, ja, es ist auch verschwunden, Galax, deswegen kannst du auch nicht mehr Teil der EU sein. Nee, aber... ich war mal mit meiner Familie im England-Urlaub, also wir waren nur einmal bisher da und dann noch nie wieder. Wegen dem Essen. Ja, I wonder why. Ja, nee. Wir sind hingefahren und haben gesagt, so, ja, wir müssen doch auch lokale Küche ausprobieren. Wir können nicht immer zu, keine Ahnung, was weiß ich was gehen. Oh, McDonald's englische Küche oder... ist halt echt übel, weißt du. Ja, weißt du, und das war halt echt alles schlimmer. Als ich habe so schlimme Erinnerungen daran, dass wir in so einer Stadt waren, ich brutal hungrig war. Und wir sind da von einem Restaurant zum anderen gegangen, haben uns reingesetzt, haben die Karte angeschaut und haben gesagt, ach du heilige Scheiße, das ist ja alles ekelhaft. Aber, und dann halt wieder rausgegangen und dann zum nächsten, da wollten wir bei irgendeinem Kino essen und sowas, und dann haben wir doch bei der Fastfood-Bude gegessen. Und dann waren wir immer, und allgemein, wir haben es immer wieder versucht und dann haben wir tatsächlich das gegessen und es war alles schlimm, wirklich auch geschmacklich ein schlimmer als das andere. Man hat es nämlich immer getraut, aber nee, England. Sind den Rest des Englandsurlaubs sind wir noch zur Pizza Hut gefahren. Also England ist halt echt übel, ne, was die Gerichte angeht. Das ist eine Katastrophe, ich habe keine Ahnung. Also das Einzige, was ich da noch essen kann, ist Tomatensuppe oder sowas. Also ich habe keine Ahnung. Wobei, aber, das Frühstück ist toll. Ja, English Breakfast, ja, okay, das kann man sich gönnen. Aber also halt Pancakes auch, und so. Klar. Das stimmt schon, und aber. Bacon und die Würstchen und Rührei, das ist geil. Aber ja. Also nee, Engländer können jetzt nicht Engländer so, mich schmecken mit dem Essen nicht überzeugen. So gut. Das ist nicht kochen. Sorry. Bratenstichen. Ich wollte gerade sagen, was die Engländer gut machen, war Guinness, aber Guinness war Irland. Shit. Also ich sag jetzt mal drei Sachen. Weil Nani ja gesagt hat, wegen Lebensmittelvergiftung. Ich hatte insgesamt zweimal eine Lebensmittelvergiftung. Einmal bin ich nach der Arbeit in so einen Superladen bei uns, den ich eigentlich seitdem an überhaupt nicht mehr mag, ist Südolüti. Du hast ja aber echt geiles Fleisch. Was? Sag das mal dem. Ich bin da hingegangen, hab ein Baguette geholt, so ein belegtes, weil ich gesagt habe, komm, ich hab jetzt Hunger. Danach ging es mir so schlecht. Zack, kam raus, Lebensmittelvergiftung. Uff. Ja, okay, aber das kann dir doch auch überall passieren, ne? Aber die war halt schon brutal. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Das war komplett vergammeltes Fleisch. Das schmeckst du doch, wenn du reinbeißt. Ja, wenn das Zeug in Soße ertränkt ist und so, dann schmeckst du gar nichts mehr von Nick da. Hatte so Hunger, dass er einfach enorm alles auf einmal gegessen. Auf jeden Fall richtig, richtig scheiße. Danach war nochmal zweites Mal Lebensmittelvergiftung auf dem Weg zur Arbeit. Denkt man sich, man holt sich noch einen Leberkäse-Semmel. Doch! Ah, der Leberkäse in Österreich ist verflucht. Und ja, das gab dann auch eine Lebensmittelvergiftung. Das Lustige ist, wurde dann natürlich gemeldet ein paar Tage später. Weil natürlich, wenn du Lebensmittelvergiftung hast, musst du halt immer angeben, was hattest du zuletzt oder wo hast du das Zeug gehabt, oder? Lustigerweise ist, der Chef. Also der Österreich-Chef war kurz danach in der Filiale, wo es passiert ist, und hat den Laden mal auf den Kopf gestellt. Und danach war irgendwie kein Mitarbeiter mehr da. Welch komischer Zufall. Ja, komisch, aber egal. Also man muss halt auch schon sagen, Leberkäse ist halt ein bisschen tricky, weil da kommen halt die ganzen Reste rein. Ja. Ja. Nicht nur, es gibt natürlich auch Metzgereien, die machen wirklich den Leberkäse aus frischen Produkten. Ja, ja, ich weiß schon, halt aber normalerweise. Ist ja nicht so schlimm, aber ne. Die bevor man es halt wegschmeißt, höher. Irgendwie zu benutzen, ist es okay, ja. Ich finde es lecker. Das schlimmste Essen, was ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe und ich nie wieder aus meinem Kopf kriegen werde. China. Nein, das war meine Kindheit. Wir waren an der Ostsee in Chemnitz. Hä? Ja. Hast du gerade Chemnitz gesagt? Chemnitz ist aber nicht an der Ostsee. Chemnitz ist nicht an der Ostsee. Römnitz. Ich dachte gerade schon Chemnitz. Römnitz. Das ist direkt an der Ostsee. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich und meine Family, Mom und Dad eigentlich, sind mal lang gelaufen an der Ostsee, schön am Strand lang, beziehungsweise Promenade.
Und dann haben wir so gesagt, ja, wir haben alle Hunger. Komm, gehen wir zu einem Italiener, der direkt da an der Promenade war. Das heißt, du hast direkt schön auf der Terrasse gesessen, hast schön auf die Ostsee schauen können, richtig schöner Ausblick. Und haben gedacht, komm, da bestellen wir. Und ich denke mir so, ja komm, ich bestelle mir eine Lasagne. Oh no. Und da war der schlimmste Fehler meines Lebens. Ich habe ein bisschen dieser Lasagne gegessen. Mir war instant schlecht. Ich habe in meinem Leben noch nie sowas Ekelhaftes gegessen. Und du hattest hab eine Lebensmittelvergiftung. Hab zu meiner Mom gesagt, hey, ich kann das nicht essen. Das schmeckt einfach zu widerlich. Dann habe ich stehen lassen, weil es war einfach ekelhaft. Du hast drauf gegessen. Das hat dich jedes Mal gestreckt, wenn du gerochen hast. Aber ich wollte, was genau war denn so eklig dran? Also das muss ja irgendwie, was die Konsistenz, was der Geschmack? Nee, die Konsistenz, das Design hat dir alles gepasst. Aber der Geschmack hat, beziehungsweise das gegessen, es hat geschmeckt wie ein Stück Scheiße. Also, nee, jetzt meinst du, es gab's nicht irgendwas wirklich so speziell, wo du gesagt hast, es war viel zu scharf, es war viel zu würzig, nee, es war es viel zu... Nee, es hat einfach nur Kacke geschmeckt. Okay. Keine Ahnung, es hat nicht nach Lasagne geschmeckt. Also du... Es hat nach irgendwas geschmeckt, aber nicht nach Lasagne und das war okay. So ekelhaft. Du konntest es nicht zuordnen. Lol. Okay. Es war einfach nur das Ekelhafteste, was ich in meinem Leben je gegessen habe. Es war keine Lasagne. Man hätte Pferdefleisch? Es nicht mehr so bezeichnen dürfen. Keine Ahnung, Pferdefleisch schmeckt sogar noch besser. Das hätte aber auch zu Chemnitz gepasst. Ja, aber es ist widerlich gewesen, hoch as fuck. Und eigentlich hätte ich am liebsten das Ding genommen und den Küchenchef in die Fresse gewichst. Aber ich habe dazu meiner Mom gesagt, das Zeug kannst du nicht fressen. Bitte lass das Zeug zurückgehen und verlang dein Geld zurück. Es geht nicht, es schmeckt einfach nur ekelhaft. Was hat meine Mom gemacht? Der Kellner Score und hat alles gepasst? Ja, hat alles gepasst. aber Frage, waren dann die Gerichte von deinen Eltern auch so eklig? Ja, meine Mom hat auch eine Lasagne-Kette, die hat gesagt, das konnte es nicht essen. Dann würde ich es halt schon zurückgehen lassen. Dann würde man zumindest schon was sagen, ja. Ja. Na, aber ja, sie haben sich halt nicht getraut, Menschen. Sie haben gesagt, ja, man muss freundlich bleiben. Alter, meine Mutter, weißt du, das ist schon das Prinzip von meiner Mutter, vor allem bei der Ostsee, was ja absolut nicht bei uns in der Nähe war. Weißt du, es ist egal, wo du bist, dich kennt kein Schwein dort, sag einfach deine ehrliche Meinung. Eben. Ja. Und so abgesehen halt davon, so, ja, man muss freundlich bleiben. Die waren auch nicht freundlich genug an dem Fall, wenn sie dir eine scheiß Lebensmittelvergiftung andrehen wollen für Geld. Ja. Lebensmittelvergiftung, also jetzt Essen. Nur für 5,90 Euro. Also gerade bei Essen. Kostenlos halt bei Norma und Netto. Also wenn es halt wirklich so scheiße war, dann hätte ich auch was gesagt. Dann wäre ich da auch hingegangen und hätte gefragt, ey, was ist denn das hier über, was habt ihr da reingemacht? Oder sowas. Weil, also, I don't know. Ganz ehrlich, da würde ich lieber nochmal so einen verschissenen Leberkäse-Semmel mit Lebensmittelvergiftung fressen, als nochmal so eine Lasagne. Das will was heißen, wenn du eine Lebensmittelvergiftung diesem Restaurant vorziehst. Ja, Galax wird von seiner Tante mit dem Maiklöckchen vergiftet und Nick wäre von Italienern mit Lasagne, die nach Scheiße schmeckt. Gut, dann wäre er tot. Alles klar, Leute. Das war ein sehr, sehr schöner Essens-Podcast und weil die krasse Community so viele Fragen gestellt hat, haben wir genügend Stoff für einen zweiten Podcast. Da kommt dann auch irgendwann ein Follow-up-Podcast, vielleicht im März oder April, keine Ahnung. Ihr lieben Cuties, danke, danke fürs Mitmachen. Bevor wir am Ende sind, hier mal wieder vielen, vielen Dank an die tollsten Patreons der Welt, die viel zu viel Geld haben. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid die Besten. Und besonderen Dank an die Ehrenbärski, Stenzel und Lako. Danke, danke für eure Unterstützung. Ich hab euch ganz toll lieb. Dankeschön. Und genau. Hagi Waggis für alle von euch. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr alle mitgemacht habt. Es war total schön und cool wieder. Checkt auf jeden Fall den Fur-Podcast aus. Das gibt's auch immer ultra interessante Themen. Ich habe mir den ganzen Podcast über Gears reingezogen, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Einfach, weil ich Nico und Galax so sympathisch finde. Den kann ich sehr empfehlen, den Podcast. Einfach nur wegen den Cuties. Oh no. Bitte hört auf, die Soundeffekte aus Gears nachzumachen. Danke. Genau, checkt den Fur-Podcast aus, checkt Snuddle aus, der macht coole aktuell hier ein da Among Us-Videos auf YouTube, wo ich auch dabei Nein. bin. Nein, ich mache keine Among Us-Videos. Ja, hin und wieder habe ich gesagt. Nein. Und das eine, was keine du hochgeladen mehr. Hattest? Keine mehr. Warum? Keine Among Us-Videos, irgendwas anderes. Streaming, irgendwelche andere Sachen. Aber okay, ich kann auch deinen Twitch, ich verlinke einfach deinen Twitch, kann ich auch machen, keine Ahnung. Ja. Guck bei Snuddle vorbei, der ist cute und macht auch Content hin und wieder, ansonsten halt Podcast. Und Galax, der auf Twitter so alle Jubeljahre mal was postet, meistens da, wenn sein paar Video auf YouTube gesperrt wird. Ja, und genau. Ja, der twittert. Vorgestern oder so habe ich, glaube ich, ein IT-Sicherheitsmeme gepostet. In meine Story. Ja, ich hab gedacht, so Galax hat eine Story gemacht, klick, was ist das? Ah, ein Meme, okay, lustig. Nee, ich fand's echt lustig. Also, ich so, ja, okay, Meme lustig. Ah, Meme lustig. XD. XD, Rolf, Kopto, lol.
Und Leute, startet alle, wenn ihr eine Xbox habt, startet alle mal wieder Halo 5, Mann. Wir brauchen mehr Leute im Kriegsgebiet. Alter. Gell, PC Master Race Spiel, an der Stelle. Mann. PC Master Race an der Stelle. Nee. Wer, das ist ein dämliches Kommentar. Egal. Wollt ihr noch irgendwas zum Abschluss des heutigen Podcasts sagen? Darf ich Snuddle korrigieren? Ja. Das ist das PC Mustard Race. Mustard Race, ach ja. Okay. Ich hab dich lieb, Berski. Ich hab euch auch alle lieb, es war voll cool. Guckt bei allen vorbei. Bis zum nächsten Podcast. Nächste Woche kommt ein Among Us Video. Und bis irgendwann, hab euch lieb. Das Bild im Thumbnail ist von mir! Ja, das steht. Es sind tatsächlich alle Bilder, weiß ich noch nicht. Weiß nicht, was das Snuddle zuschickt, aber ja, das ist ja eh verlinkt. Du bist ja immer verlinkt in der Beschreibung und auch, dass es von dir gezeichnet ist. Fluffy zeichnet toll, commissioned ihn, weil er ist toll und cute. Tschüss! Tesla. Ah! Hallo. Ava. Ich bin Nick, ich mag Tesla. So klingst du. Exportiert. Ja, aber Tesla als ist halt toll. Galax, wenn du es wieder als Miau exportierst, dann stomp ich dein fucking Haus. Essens Podcast Snuddle Aufnahme. Das ist das überlegene Dateiformat.